Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind bei Hove Sim Racing am Start. Zwei Wochen sind schon wieder um seit dem letzten Rennen. Heute sind wir bei Rennen Nummer 9 von 10. Also geht's so in die letzten Zügen oder in die letzte Züge, so heißt es richtig. Ja, und in der Gesamtwertung tatsächlich noch ein Zweikampf, sage ich mal. Stefan Mons und Lukas Berggold, die da in der Gesamtwertung und in der Goldwertung noch vorne auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden haben. Dahinter, ja, hat man keine großen Chancen mehr, ganz vorne zu landen in den letzten beiden Rennen. Aber auch da, ja, geht es an der einen oder anderen Stelle noch dicht an dicht zur Sache in der Gesamtwertung, auch in der Silberklasse und in der Bronzeklasse, die wir hier haben. Heute sind wir auf Paul Ricard unterwegs, wie ihr vielleicht schon erkannt habt. 18 Minuten haben wir noch hier beim Qualifying, dann geht es ins einstündige Rennen rein und damit gehen wir mal auf die Strecke. So, dann gucken wir nochmal durch. Wir haben doch relativ viele Fahrer heute wieder dabei. 32 Piloten insgesamt, also doch wieder ganz gut besucht. Wir gucken mal, ja, wer denn so dabei ist. Oliver Braun sehen wir hier gerade. Der ist noch nicht rausgefahren. Die ersten Zeiten dürften so langsam eintrudeln. Relativ früh noch im Qualifying. Also er wartet noch so ein bisschen. Dann haben wir Pierre Brückner hier. Das ist der Führende der Bronzeklasse. Der hat, wenn ich mich nicht täusche, sogar die letzten drei Rennen innerhalb seiner Klasse gewonnen. Jawohl, der hat schon seinen, ja, vierten Sieg insgesamt in der Klasse in der Bronzewertung geholt und ist da, ja, sehr, sehr deutlich vorne, muss man sagen. Also der hat ja wunderbare Chancen, seine Wertung zu gewinnen. Ist im Aston Martin unterwegs. Dann sind wir hier gerade auf der langen Gerade hier mit Peter Buchholz. Soapbox Racing mit der Nummer 5, ebenfalls in der Bronzeklasse unterwegs. Auch noch keine Zeit gesetzt, ist aber, ja, noch nicht ganz dabei. Gerade keine gültige Runde. Müssen wir es noch ein bisschen gedulden. Dann gehen wir zu Mario Eldery. Der darf heute leider keinen Qualifying fahren. Bisschen zu spät angemeldet, aber ja, wird dann von hinten starten, ist in der Silberklasse am Start in seinem Aston Martin. Daniel Arning, den haben wir im Ferrari für im Motorsport. Wir sehen hier, das ist noch der ältere Ferrari sozusagen. Jetzt nicht der ganz neue. Ist hier ja auch noch ohne Zeit unterwegs. Vorne haben wir noch keine Zeiten bekommen, wie es aussieht. Aber ich sehe schon, die ersten sind gleich im letzten Sektor. Dürfte nicht mehr lange dauern. Also Daniel Arning haben wir hier. Der ist Zweiter in der Silberklasse, also hat er auch, ja, gut performt in dieser Season. Gucken wir mal, ob er heute wieder, ja, ein gutes Ergebnis einfahren kann. Wir gehen zu Nick Kleefeld rüber, damit haben wir hier den Goldfahrer von Freibeuter Racing Team, beziehungsweise Fortune Hunter Racing steht da drunter, okay. Aber ich denke mal, Freibeuter Racing Team ist hier richtig für die Liga hier. Nick Kleefeld im Lamborghini. Im Moment auch noch ohne Zeit hier. Gucken wir mal, hier ist er gerade auf der langen Geraden unterwegs. Gab heute ja nochmal ein Update. Der McLaren Evo ist gekommen und so ein paar, ja, BOP-Sachen. Haben doch einige hier auf der Strecke vor allem an Gewicht verloren. Hier der AMG, den wir jetzt passenderweise sehen, müsste sogar ein bisschen an Topspeed gewonnen haben. Hier sehen wir nämlich Dennis Keser in der Silberwertung. Also mal gucken, ob sich das schon mal Auswirkungen hat hier auf die lange Gerade. Da kommt man ja schon, ja, noch relativ hohe Topspeed, je nachdem, wie viele Flüge man fährt hier. Hove Sim Racing haben wir hier für von Daniel Hoffmann mit der Nummer 21. Auch er noch auf einer gezeiteten Runde. Wir haben schon, ja, von den ersten 7 Autos jetzt eine Runde. Jeff Eberts gerade auf der 1 mit einer 54,4. Also nach kommen jetzt die Zeiten rein. Jeff Eberts, da ist er jetzt auch schon HyperX Racing Luxemburg One. Der Luxemburger fährt hier, ja, eine ganz gute Zeit im Moment. Gucken wir mal hier mit dem BMW M4. Guck mal kurz, er müsste 5 Kilo hier verloren haben. Also, ja, wird nicht super viele Auswirkungen haben. Aber, ja, jedes Kilo, was man weniger hat, ist natürlich super. Schauen wir mal, ist im Moment auch wieder auf einer 9. schnellsten Runde unterwegs. Eine Zehntel hat er schon wieder gefunden. Aber auch die nachfolgenden Autos alle mit, ja, deutlichen Verbesserungen zum Teil. Dann gucken wir hier zu Chris Haya mal rüber. Der Dritte der Bronzewertung, der Goldwertung natürlich und der Gesamtwertung, der hat da mit P1, P2 wahrscheinlich nichts mehr groß zu tun. Ich glaube, rechnerisch wäre noch P2 drin in der Gesamtwertung, aber da müssten vorne die ersten beiden komplett ausfallen, die nächsten beiden Rennen. Ist, denke ich, eher unwahrscheinlich, also wird wohl die dritte Position werden. Aber er muss trotzdem heute performen, Punkte holen, damit er auch da bleibt, wo er ist. Stefan Mons, das ist der Zweite der Gesamtwertung, / Goldwertung. Der größte Konkurrent von Lukas Berggold, der hier, denke ich, heute auch mitfahren wird. Ich glaube, habe ihn schon gesehen. Der fährt den Ferrari, er fährt hier den Porsche. Ja, haben sich schon das ein oder andere Duell geliefert in der Season. Ja, letztes Rennen, da, ja, ging es für beide nicht so gut nach vorne, muss man sagen. Ich guck mal kurz, da waren sie
P6, glaube ich, bei Lukas Bergold und P4 für Stefan Mons, was für die beiden ja tatsächlich schon fast ein schlechtes Ergebnis ist. Sonst mit Ausnahme von Donington, das zweite Rennen von Stefan Mons, da ist er 9. geworden. Alle Rennen sonst auf dem Podium gewesen und auch ja fast immer sich den Sieg hin und her geschoben. Nur Daniel Andersen, der insgesamt 4. ist, hat auch schon 2-mal gewonnen, unter anderem auch das letzte Rennen im Ultenpark. Dann haben wir Friedrich Pfaffenroth zur Box Racing, der auch noch keine Zeit gesetzt hat, hier mit dem 35er Porsche am Start. Diese Runde leider auch nicht gültig, also da müssen wir uns weiterhin gedulden, ob er hier ja eine gute Zeit setzen kann. Dann haben wir Falk Moritz, bisschen im Verkehr da hinter einem Ferrari. Von RL Motorsport dürfte Ferrari sein. Falk Moritz hier mit der 46 auf der 5. Position. Also ganz gut platziert hier der Silberfahrer. Mal gucken, was da noch geht. Eine etwas größere Lücke haben wir da im Moment zu den ersten Vieren. Jakob Hausinger, der Mann mit der 47 für DOD Racing, ist er am Start im BMW M4. Wird er auch gerade verfolgt von Lukas Bergold. Da ist er nämlich von Racing Quest, der ja auch schon mal hier den Windschatten ein bisschen austesten könnte. Aber ich glaube, da wird er gerade vorbeigelassen, der Ferrari. Hausinger ist nämlich gerade ja offenbar auf keiner guten Runde unterwegs. Zumindest das Delta im Moment plus 0,2. Ja, jetzt blinkt da auch rechts als letzter Lukas Bergold vorbei, damit man sich da auch nicht im Weg steht im Qualifying. Dann Daniel Andersen, den haben wir hier. Der fährt für BB Racing offenbar auf der 27, allerdings noch ohne Zeit. Auch die Runde ist leider ungültig. Bis jetzt haben wir zumindest schon mal von den ersten 26 Piloten eine Zeit bekommen. Ein paar fehlen da noch. Ellery, ja, wird er ja keine Zeit setzen können. Also fehlen noch 4 Fahrzeuge, die hier was auf die Strecke bringen sollten. Dann haben wir Danny Anwand. Das ist hier der Goldfahrer für Panther GT Racing auf der 14. Jeff Ebert mit der 9. schnellsten Runde. 53,770. Hat nochmal richtig was rausgeholt hier. Bedingungen halbwegs in Ordnung. Tick warm ist es hier, aber denke, das sollte kein großes Problem sein. Also Danny Anwand, schauen wir mal hier. 1,3 Sekunden hat er angeblich im Delta. Bin mal gespannt, ob er sich auch tatsächlich so weit nach vorne arbeiten kann. Da wäre immerhin ja, Platz 6 sowas um den Dreh rum. Platz 5, Platz 6. Da haben wir auch eine etwas größere Lücke, gerade von 3/10. Dann haben wir Detlef Keep auf der 12 für Hove Sim Racing am Start mit der 67. Detlef Keep hier, ja, gerade im letzten Abschnitt unterwegs. Hier diese, ja, Doppelrechts oder sehr, sehr lange rechts, je nachdem, wie man es sehen möchte. Da wird der vordere linke Reifen mal ordentlich in Anspruch genommen. Also der wird hier wirklich sehr, sehr warm. Muss man ein bisschen aufpassen vielleicht. Und mal gucken. Ja, ein Boxenstopp muss ja gemacht werden. Reifenwechsel müsste, glaube ich, Pflicht sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also wird da nach einer halben Stunde im Schnitt neue Reifen geben. Alex Cruz sehen wir hier mit der 71 auf Platz 23, exakt 3 Sekunden gerade hinter der Pole Position. Kommt jetzt hier gerade aus der letzten Kurve, bringt nochmal 1/2 Zehntel mit, wird jetzt keine Riesensprünge machen. Da knallt es mal wieder. Also hier seine Zeit nochmal verbessert, auf der 23 bleibt es aber auch. Aber so ein bisschen weiter nach vorne, glaube ich, könnte er noch, also 1/2 Zehntel mehr. Und dann ja, geht es vielleicht in die Top 20 rein. Alex Langhorst mit der 72, der Honda, der sich gerade nochmal zurücksetzt. Hier auf der 26 gerade am Start. Auch der Honda müsste, glaube ich, 10 Kilo weniger bekommen haben jetzt auf der Strecke. Also nochmal einen Tick leichter hier. Mal gucken, ob er nochmal was rausholen kann. Auch er muss nochmal ein bisschen was finden, um da weiter nach vorne zu kommen. Daniel Pei für Suicide Crew im BMW M4. Kommt da gerade, ja, Richtung der zweiten Sektors ist es, genau, hier diese, ja, relativ enge Rechtskombination, links und dann hier eng rechts rum, wo man gut rausbeschleunigen muss für die lange Gerade, ganz, ganz wichtig, da werden wir ganz viele Schattenduelle heute sehen, da sehen wir noch einen Lexus im Hintergrund, der hat natürlich hier auch sehr gute Chancen, da mal gefährlich zu werden. Daniel Pei, sehen wir hier, ist Bronzefahrer und 0,2 Sekunden hat er im Delta, also da, ja, Platz 15, 16 vielleicht, gucken wir nachher mal, wo er rauskommt. Dann kommen wir zum Drittplatzierten der Silberklasse. Das ist Matthias Weggel. Ebenfalls für Hove Sim Racing am Start im Audi. Hier auf der 12. Position. Also auch da wieder Chancen, in die Top 10 zu fahren. Fährt da doch, ja, doch immer mal wieder rein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, zumindest in die Nähe, in der Gesamtwertung jedenfalls. In der Silberklasse als solches. Ja, da ist er auf jeden Fall deutlich in die Top 10. Hat auch schon 3-mal das Podium besteigen können. Also P2 2-mal in Donington und Laguna Seca und P1 auf dem Hungaroring. Ist schon ein paar Wochen her. Letztes Rennen Ultenpark, da ist er 7. geworden. Mal gucken, jetzt gerade auf eine Outlap. Deswegen gehen wir mal zu Thomas Schäffer drüber, der hier für Soapbox Racing
unterwegs ist im AMG mit der 85. Diese Runde war leider nichts. Wir sehen es, 0,6 Sekunden im roten Delta. Also da müssen wir uns gedulden. Aber sind ja noch 9 Minuten. Hast ja ein bisschen Zeit hier, um eine Zeit zu setzen. Strecke ist ja, denke ich, lang genug, dass auch alle Autos ganz gut draufpassen. Wir sehen es auf der Karte. Doch das weitestgehend ganz gut verteilt hier. Boxenausfahrt sehen wir gerade ein schönes Beispiel. Natürlich auch, ja, könnte schwierig werden im Rennen. Der Geschwindigkeitsunterschied vielmehr ist natürlich relativ groß da zwischen denen, die aus der Box kommen und die auf der Strecke sind. Aber ja, man sieht es eigentlich relativ früh. Das heißt, die auf der Strecke sind, vielleicht ein bisschen links halten und dann sollte das eigentlich alles passen. So, dann haben wir Michael Hafe, Freibeuter Racing Team. Der nächste Lamborghini sehen wir hier auf der 15. Position. In der Silberwertung ist er unterwegs. Auch diese Runde eine Outlap. Also ist hier gerade dabei, so ein bisschen seine Reifen auf Temperatur zu bekommen. Die hier, ja, natürlich auf dieser Geraden so ein bisschen vielleicht abkühlen. Vor allem auch die Bremsen. Und dann, ja, geht es in diese schnelle Rechtskurve rein, wo man, ja, ein stabiles Heck auf jeden Fall mal braucht. Man kann da relativ weit rauskommen. Genauso wie hier am Anfang der Geraden, wenn man da innerhalb der Pneu da bleibt, der Hütchen sozusagen, dann ist es ja kein Off-Track tatsächlich. Dann haben wir den eben im Hintergrund gesehenen Lexus. Jason Götz ist das. Fuchs Racing mit der 97. Ein Silberfahrer auf der 11. Position. Auch er fährt hier seine Reifen nochmal so ein bisschen warm. Mal gucken, 1,4 Sekunden nach ganz vorne. Man muss aber sagen, Jeff Ewerts vorne, eine ganze, fast halbe Sekunde Vorsprung. Also der braucht nicht mal eine Sekunde rausholen, Anführungsstrichen, um da auf die 2. Position sogar zu fahren. Aber ich denke mal, sein Ziel wird jetzt erstmal die Top 10 sein. Ja, gerade nicht ganz so viele Autos mit Verbesserungen unterwegs. Dann gucken wir mal weiter zu Mario Sana, Hakuteha Sim Racing. Sehen wir hier mit dieser schönen Livery der BMW M4 in der ersten Schikane, die so ein bisschen über den Hügel geht. Ausland kann man tatsächlich voll nehmen, wenn es passt. Ganz, ganz wichtig, denn hier geht es erstmal Vollgas, dann die Strecke weiter runter. Hier sehen wir es an Bremsen und dann hier eng rechts, eng links rum. Ganz, ganz schwierige Passage, da musst du wirklich alles treffen, damit du hier, ja, wunderbar rauskommen kannst. Wie gesagt, auf die Gerade raus, Mario Sana hier. Ja, in der Bronzewertung unterwegs auf der 14. Dann haben wir Patrick Schröter für Hove Sim Racing nochmal. Dritte Pilot, glaube ich, vom Team, den wir heute sehen. Hier mit der 292 auf einer guten 9. Position. Im Moment hier in der Goldklasse ist er unterwegs. Ja, der Einzige im Team, der diese Livery hat. Die anderen haben ja so eine, ja, graue Livery, sage ich mal. Hier er im Honda mit der grün-roten Livery. Diese Runde wird auf jeden Fall nichts werden. Ist auch mit Warmblinkanlage unterwegs. Keine Ahnung, wird da wahrscheinlich ein bisschen Platz lassen für die nächsten Fahrzeuge. Wir gehen mal weiter zu Wippermann Racing. Sandro Conradi hier auf der 30. Ja, der hat noch keine so richtige Zeit gesetzt, würde ich mal behaupten. 16,5 Sekunden Rückstand nach vorne. Gucken, ob der nochmal rausfährt hier. Dann haben wir Lukas Berggold, der Erste der Gold- und Gesamtwertung. Hat, ja, sehr gut performt, genauso wie natürlich Stefan Mons. Ja, Berggold, letztes Rennen Oldenpark mit dem Ferrari. War nicht so einfach, hatte da, glaube ich, das Auto in der 3. Kurve ein bisschen verloren, noch ein paar Positionen verloren und daher in Anführungsstrichen nur P6 geholt. Also, ja, das ganze Saison auf dem Podium hat er dann doch nicht geschafft, aber die ersten 7 Rennen ist er immer auf dem Podium gewesen. P1, P2, einmal P3 und dementsprechend auch, ja, ganz vorne verdient hier im Moment auf der 4. Position. Stefan Mons hier im Moment auf der 5. Also das wird sein Ziel sein, vor ihm zu landen. Der kann sich da eine relativ schlechte Platzierung tatsächlich erlauben, die nächsten beiden Rennen. Muss da, ja, in der Goldwertung an sich hat er, glaube ich, 7 Punkte Vorsprung. Lass mich mal kurz schauen. Ja, 7 Punkte Vorsprung. In der Gesamtwertung hat er 34 Punkte Vorsprung. Und für den ersten gibt es 36 und für den zweiten 34. Also da, ja, reicht es eigentlich, wenn er irgendwie in der Nähe von Stefan Mons jedes Mal landet, die letzten beiden Rennen. Und dann, denke ich, wird er sich den Gesamtsieg holen. Also ausfallen sollte er nicht, aber er sollte versuchen, da, ja, irgendwo vorne gut Punkte zu holen. Helder Guerra, den sehen wir hier. Das ist auch ein Führender in der Silberklasse, nämlich die 555 hier, der Luxemburger. Da gucke ich mal kurz auf die Ergebnisse. Der ist hier, ja, auch immer gut unterwegs. Tatsächlich noch keinen Sieg geholt, aber trotzdem Erster in der Gesamtwert, in der Bronzewert, nee, Silber ist er, Silberwertung, jetzt habe ich es. Hat da 9 Punkte Vorsprung vor Daniel Arning. Der hat sich schon 2 Siege geholt. Also in der Klasse, da haben sich die Siege relativ gut verteilt. Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5 Sieger insgesamt jetzt in 8 Rennen. Das ist da schon ein bisschen abwechslungsreicher als in der Goldwertung. Da haben wir 3 Autos mit Siegen. In der Bronzeklasse sind es 1, 2, 3, 4, 5.
fünf Autos ebenso. Also da, ja, hat sich doch relativ gut abgewechselt. Aber tatsächlich hat der Guerra da ohne Sieg auf der ersten Position. So, haben wir drei Autos. Da haben wir nämlich noch Wolfgang Busch. Das ist ein weiterer Honda hier für Gentleman Driver auf der 22. 2,3 Sekunden nach ganz vorne. Also da muss noch ein bisschen was kommen, wenn er da in die Top 20 möchte. Aber hier, ja, auf jeden Fall Mittelfeld gerade unterwegs. Kevin Hassler, ebenfalls Bronzewertung auf der 24. Also ein bisschen weiter hinten für Sharks GT Racing. Der hat hier gerade den Audi. Mal gucken, ja, wo geht da die Reise noch hin? Nächste Position relativ dicht beisammen. Also vielleicht findet er hier noch die ein oder andere Zehntel. 3,5 Minuten hat er noch Zeit, also sprich 2 Runden. Und diese hier natürlich, die aber, ja, wie wir sehen, keine gute ist. Und dann gucken wir mal, wo er landen wird. Und dann fehlt uns noch der im Moment Zweitplatzierte hier auf der Strecke. Das ist der Dirk Nees für Wippermann Racing, also der zweite Pilot von dem Team. Im BMW M4 diese Runde war nix. Geht jetzt nochmal auf eine weitere, auch er hat nochmal 2 Runden Zeit. Er hier in der Goldklasse unterwegs. So, 28. in der Gesamtwertung, aber der ist auch relativ wenig Rennen gefahren. Also der ist, lass mich gucken, 5 Rennen erst gefahren, davon 2-mal 0 Punkte geholt. Also tatsächlich nur in 3 Rennen punkten können. Bestes Ergebnis war P7 auf Barcelona. Also das 6. Rennen ist doch schon ein paar Wochen her. Sind heute beim 9. Also mal gucken, heute könnte er wieder vielleicht sogar sein bestes Ergebnis einfahren. Schauen wir mal. Im Moment hier auf die 3 gegrutscht, weil Lukas Berghold hier gerade auf die 2 gegangen ist. Also mal gucken, was da geht. Ob er da Jeff Ewerts gefährlich werden kann. Stefan Mons immer noch auf der 5. Das ist eigentlich sein Hauptziel. Alles andere kann ihm relativ egal sein, wenn es um die Gesamtwertung jedenfalls geht. Also, das sind die 32 Piloten, haben wir alle einmal durch. Und ja, wir sehen hier, der Poller natürlich schon weggefahren. Der bleibt hier selten stehen. Und jetzt gucken wir nochmal die letzten 2 Minuten, wer sich hier verbessern kann. Also, Jeff Ewerts scheint nochmal unterwegs zu sein für einen letzten oder eine letzte Runde hier vielleicht. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass ihm da einer gefährlich wird. Auch Berghold hier im Moment immer noch mit plus minus 0 hier auf der Geraden. Ja, wenn es bei plus minus 0 ist, dann wird sich das hier auf der Geraden auch nicht groß ändern. Mehr als aufs Gas gehen kannst du hier auch nicht. Also vielleicht kann er im letzten Abschnitt nochmal was rausholen gleich. Rausholen kann auf jeden Fall Matthias Weggel noch was. Der hat nämlich hier 0,45 sowas im Delta. Ist gerade im letzten Abschnitt, ja, aufpassen mit den Track Cuts da am Ausgang. Das geht hier ganz, ganz fix. Man hat hier sehr viel Auslaufzone. Aber auch die Track Cuts immer wieder, ja, ein Thema hier. Also würde mich wundern, wenn wir heute gar keine DT sehen werden in der 1 Stunde. Aber wir drücken natürlich die Daumen, dass das nicht passieren wird. So, die 0,4 Sekunden bringt er aber ganz gut durch. Mal sehen. Jetzt hat er nicht mehr so viele Kurven vor sich. Einmal noch rechts rum, da kann man es nochmal vermasseln. Mal sehen, in den Körben nicht so viel mitnehmen. Am besten gar nicht, aber hier nochmal eine sehr, sehr gute Runde. Und damit müsste es auf die 7. Position gehen. Fragezeichen. Na, P9 mit Falkenmoritz zeitgleich. Dachte, war ein bisschen mehr. Immer noch diese kleine Lücke dazwischen 7 und 8. Gute... Na, 3 Zehntel sind's. Mal sehen, ob wir da nachher so eine kleine Gruppe sehen im Rennen. Michael Haaf kommt auch gerade aus, ne, kommt nicht aus der letzten Kurve, sondern gerade bei der Hälfte der Strecke ungefähr ist er. Naja, nicht ganz, aber fast. Hier auf der 15 mit 1-2 Zehnteln im Delta. Mal gucken, ob er die auch mit rausnehmen kann hier auf die lange Gerade. Die ist, ich meine, 1,6 Kilometer lang. Dauert Ewigkeiten. Man hat hier viele, viele Varianten. Man sieht es hier auch ein bisschen links und rechts verschiedene Schikanen. Ich glaube, in der Formel 1 wird hier die Schikane hier rechts im Bild, glaube ich, gefahren. Bin mir nicht ganz sicher. Aber hier gibt es sehr, sehr viele Varianten, die man auf der Strecke fahren kann. Ich glaube, das hatte Andi gesagt, waren es 160 oder so. Sehr, sehr viele jedenfalls. Aber wir fahren hier im GT3. SAO wird hier die komplette Gerade einfach gerade ausgefahren. Und damit sehen wir da mal sehr, sehr schöne Windschattenduelle. So, was geht vorne noch? Mons, der kommt nämlich gerade über die Linie mit 2 Zehntel nochmal im Delta. Gucken wir doch mal. Da müsste es noch einen Tick nach vorne gehen. Also direkt hinter seinem schärfsten Konkurrenten, hinter Lukas Berghold, konnte er sich nochmal positionieren. Helder Guerra dahinter im Audi. 0,2 Sekunden, da geht es jetzt positionstechnisch, na doch, einen nach vorne. Ganz knapp 200stel. Aber ja, hauptsächlich zeitentechnisch, positionstechnisch war da jetzt nicht so viel. Aber es rückt so einen Tick wieder zusammen. Sehr, sehr schön. Kommen wir mal Thomas Scheffert rein, der AMG, da dauert es noch ein Momentchen, bis der über die Linie kommt, wird er gerade verfolgt von einem Honda, der da womöglich noch den Windschatten mitnehmen kann, aber ja, wird da jetzt, denke ich, nicht angreifen. Der sieht ja, dass der Thomas hier auf einer gültigen Runde ist, dann muss man ihn da auch so ein bisschen in Ruhe lassen.
So, ja, können wir erstmal draufbleiben. Die allermeisten sind sogar schon durch mit dem Qualifying. Zeit ist auch abgelaufen. Wir warten also hier auf die letzten paar Fahrzeuge, dass die das Qualifying beenden. Gucken wir mal jetzt, ob Geffert hier nochmal ja, was rausholen kann. Beziehungsweise gucken mal, wer kommt jetzt über die Linie. Chris Hayer hat keine Verbesserung dabei. Nick Lehfeld holt hier aus der letzten Kurve tatsächlich fast noch was raus. Leider doch wieder verschwunden, das Delta. Mal gucken, ob da noch ein paar Hundertstel bei rumspringen. Ne, bleibt bei der 13. Position. Dann gucken wir mal hier, geht's in die Box rein. Dann haben wir Pierre Brückner noch, der Führende der Bronzeklasse. Mal gucken, ob er sich heute ja wieder den Sieg in der Klasse holen kann. Wir gucken mal auf die Autonummern und da sehen wir es rot markiert. Deutlich, deutlich vorne. Also hier, ja, könnte wahrscheinlich auch in der Silberklasse locker mitfahren. Er wird hier seine Bronzewertung, denke ich mal, holen. Und damit, ja, hier auf der 8. Position, damit auch das Qualifying vorbei. Ihr seht es vorne hauptsächlich weiß hinterlegt, die Nummern mit den Goldfahrern. Silber, entsprechend Silber und die roten sind die Bronzefahrer. Ja, also Mittelfeld relativ gut durchmischt. Vorne ein bisschen weißere Plaketten, hinten ein bisschen rotere Plaketten. Also bei den meisten kommt das schon hin, wie das eingeordnet ist hier. Und ja, wir warten auf die Startausstellung gleich. Dann gucken wir nochmal auf die Gesamtwertung. Und dann, ja, geht das gleich los. Eine Stunde, ein Boxenstopp muss absolviert werden. Regen weiß ich gar nicht, glaube nicht unbedingt. Gucken wir dann mal. Aber wird, denke ich, ein sehr, sehr ja, interessantes Rennen. Also Rennaction kriegen wir hier immer. Die lange Gerade haben wir schon angesprochen. Erster Sektor, na, kriegen wir eher weniger Zweikämpfe. Aber vor allem der dritte Sektor mit den ganzen ja, Kurven, die ja, schlecht einsehbar sind, die sich langziehen, wo man späten Apex hat. Sehr, sehr verführerisch, da mal reinzuhalten. Also da wird auch noch einiges ja, zu sehen sein nachher. So, das ist einmal die Startaufstellung. Packen wir die Manufakturen rein und die Race Gaps, einen Boxenstopp brauchen wir auch. Sehr schön. Einer, wollte gerade sagen, da fehlt doch noch einer. Also 32 Fahrzeuge auf der Strecke hier. Und ja, dann schauen wir mal auf die Gesamtwertung, würde ich sagen. Mal ein bisschen Platz hier auf dem Bildschirm und dann blenden wir uns die mal ein. Also 8 Rennen haben wir hinter uns gebracht, das ist die Gesamtwertung, wie gesagt. Gibt nochmal separat für jede Klasse nochmal eine Wertung. Aber hier gesamt haben wir Lukas Bergold auf der 1, 268 Punkte. 34 Punkte genau hat er. 34? Nee. Kann ich rechnen. Oh Gott, oh Gott. Oder ich habe mich vertippt, bin mir gerade nicht sicher. Warte mal. Ich hatte doch vorhin was rausgesucht. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Nee, stimmt, da habe ich mich nur verguckt. Sind 14 Punkte, ja, logisch. Also 14 Punkte, umso besser für Stefan Monz, noch bessere Chancen, da vielleicht auch nochmal vorbeizuziehen. Chris Hayer dahinter sehen wir aber dann doch schon sehr, sehr großer Abstand. Der wird da, ja, seine dritte Position, denke ich mal, behalten, denn Daniel Andersen auf der 4. Position, das ist auch noch ein Goldfahrer. Der hat dann nochmal richtig, richtig Abstand. Dann haben wir Helder Guerra auf der 5 insgesamt, der Führende der Silberklasse. Pierre Brückner ist auf der 12, der Führende der Bronzeklasse. Ja, bei ihm ist es besonders spannend. Dann Nick Lehfeld und Falk Moritz auf der 11, 12, 13 insgesamt. Alle da punktgleich, auch 8, 9 punktgleich. Also da geht es vielleicht nochmal tatsächlich ja, um den einen oder anderen Gegner, den man da besiegen möchte. Bleibt also da auf jeden Fall spannend vorne. Na, hat sich weitestgehend schon gesetzt, aber wer weiß, was noch so passiert. Bleiben wir mal ja, gespannt, was da noch so geht. So sieht es auf jeden Fall in der Gesamtwertung aus. So, 3 Minuten haben wir noch. Gleich gehen wir an die Startausstellung. Ich werde noch kurz einen Schluck trinken und dann gehen wir mal durch die Autos. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. So, also, auf der 1 haben wir Jeff Ewerts. Kurz nochmal den Tower einblenden, damit wir es nicht vergessen. Jeff Ewerts hier im BMW für HyperX Racing Luxemburg One. Also, da hatte er, ich glaube, 2/10 waren es Vorsprung vor Lukas Bergold, der hier von der 2. Position startet. Ja, würde nicht so stören. Sein Fokus wird auf dem Porsche liegen, der hier auf der 3. Position startet. Stefan Monz, HyperX Racing Luxemburg.
mit der 33 hier gleich, ja, für den Kurveneingang zumindest auf der Innenseite. Dann kommt ja direkt der Rechtsknick und dann geht es erstmal wieder halbwegs geradeaus. Also so einen richtig starken Vorteil hat da erstmal keiner. Danach geht es ja auch rechts, links, rechts immer abwechselnd. Also da keine Linie, die jetzt besonders einen Vorteil hat, sage ich mal. Also bleibt spannend, die Porsche natürlich tendenziell ein guter Starter, aber ist tatsächlich da vorne der einzige Porsche. Denn auf der 4 haben wir den zweitplatzierten BMW oder zweitbesten BMW hier im Grid von Wippermann Racing. Dirk Nees ist das hier, der auf der rechten Seite startet. Helder Guerra auf der 5, nochmal Hyper Racing Luxemburg, dahinter nochmal ein Teamkollege, womöglich, hier für einen Daniel Andersen, BB Racing steht da aber. Dann haben wir auf der 7. Position Patta GT Racing Danny Anwand im BMW. Dann haben wir den bestplatzierten Aston Martin Pierre Brückner für Jack GT GT Racing. Der Aston Martin, ja, hat ja auch 10 Kilo weniger bekommen auf der Strecke. Der BMW, der hat übrigens 5 weniger. Falk Moritz fährt nämlich so ein BMW, hier in Camouflage gehalten. Der 46er auf der Platzierung 9. Auf der 10 haben wir Matthias Wegge, Hove Sim Racing. Hier ein Audi mit der 76 auf der 10. Patrick Schröter, sein Teamkollege im Honda, auf der 11. Position. Dann haben wir den einzigen Lexus im Feld. Das ist Jason Götz für Fuchs Racing. Bin mal gespannt, was der auf der Geraden so rausholen kann. Ob der da sich den einen oder anderen mal holt. Dann der Lamborghini Weilbeuter Racing Team mit der Nummer 15. Ist der bestplatzierte Lamborghini. Und ja, hinter sich direkt hat er seinen Teamkollegen. Sind auch die einzigen beiden, die das Fahrzeug hier fahren. Daniel Arning, RM Motorsport, der grüne Ferrari auf der 14. Position, befindet sich entsprechend im Sandwich der beiden Freibeuter Racing Lambos. Da sehen wir Michael Haaf nochmal in groß. Wir sehen es, er macht sich da bereit. Womit mal ein bisschen am Setup vielleicht rum, genügend Sprit mitnehmen. Und dann, ja, geht's gleich los. Marius Zahner sehen wir hier, HQTH Sim Racing, ein weiterer BMW. Markenkollegen doch ein, zwei Plätze weiter vorne oder hinten, je nachdem. Hat da gleich erstmal mit dem Honda zu tun von Detlef Kiep womöglich. Der ist auch für Hove Sim Racing unterwegs. Genauso wie der Audi hier, Daniel Hofmann mit der Nummer 21. Peter Buchholz fährt im BMW M4 auf der 19. Soapbox Racing, hier das Team, wunderbar aufgeschrieben. Dann haben wir nochmal HyperX Racing Luxemburg 2 mit Chris Haya. Der dritte der Gesamtwertung hier tatsächlich nur auf der 20. Aber wie gesagt, für ihn ist die Sache, glaube ich, auch schon weitestgehend gegessen, was die Gesamtwertung angeht. Jakob Hausinger auf der 21, DOD Racing, macht sich jetzt auf den Weg in die Einführungsrunde. Genauso wie Daniel Pei, Suicide Crew mit der 74. Wolfgang Wusch fährt einen Honda für Gentleman Driver. P23 hat er sich holen können mit seinem Fahrzeug hier. Hinter sich sieht er gleich den Audi von Kevin Hassler, Shark GT Racing. Hier sehen wir jetzt gerade die erste Schikane. Ja, kann man relativ viel gut Curb mitnehmen. Auch hier rechts kann man schön raus beschleunigen, wenn die Reifen da sind. Alex Cruz, der macht auch seine Reifen so ein bisschen jetzt hier warm. Platz 25 hat er sich geholt. Dennis Käser auf der 26. Der, ja, nicht ganz einzige AMG. Dahinter ist noch einer für BFR am Start. Für Soapbox Racing haben wir hier den AMG mit der 85, Thomas Scheffert. Alex Langhorst ist auf dem Honda mit der 72, hier auf Platz 28 positioniert. Oliver Braun sehen wir im McLaren. Hat ja heute das Update mit dem McLaren Evo. Das hier ist natürlich noch der, ja, ältere McLaren. Also da, ja, gab es keinen oder war auch, glaube ich, nicht erlaubt, das Fahrzeug zu wechseln. Hat wahrscheinlich auch gar kein Setup. So, dann haben wir den Honda noch auf der 29. Alex Langhorst ist das hier. Genauso wie Friedrich Pfaffenbrot für Soapbox Racing von etwas weiter hinten startet, von der 30. Also hier der zweite Porsche im Feld, der andere ganz weit vorne, eher weiter hinten. Mario Eldery, der hier auf der 31 startet, wie es aussieht. Der ja keine Zeit setzen durfte im Aston Martin. Und womöglich Conradi, weiß nicht, ob der nochmal runter und rauf musste oder keine Zeit gesetzt hat, habe ich nicht mehr gesehen. Ja, egal, aber er startet hier von der 32. Position, schaut sich die ganze Geschichte also von, ja, ganz hinten an. Keiner startet aus der Box, wie wir sehen. Also alle gehen hier auf der Strecke ins Rennen rein. Eine Stunde haben wir, Boxstopp haben wir eingestellt. Strecke bzw. Wetter sieht sehr, sehr gut aus. Bewölkt, aber bleibt erstmal trocken. Hier schön am 12 Uhr am Mittag. Es ist sehr schattig, wie wir hier sehen. Nicht sonderlich viel Sonne, ist aber nicht schlimm. Dann blendet die Sonne jedenfalls nicht, sage ich mal. Vielleicht auch mal ein Thema hier und da.
Also auch ein guter Markenmix, zumindest auf den ersten drei Positionen. BMW, Ferrari und Porsche. Dann haben wir noch ein Audi in den Top 10, Aston Martin in den Top 10, ein Lexus noch auf der 12. Die Hondas tatsächlich eher weiter hinten platziert. Die beiden Teamkollegen, die Lambos 13 und 15 direkt hintereinander. Da drückt man natürlich die Daumen. Nicht, dass sie sich da gegenseitig raushauen, aber ich bin mir sicher, dass sie das hinbekommen. Und dann, ja, geht's ins vorletzte Rennen rein. Das letzte Rennen ist dann, lass mich gucken, Suzuka in 2 Wochen dann, das Finale, das 10. Rennen. Und dann ist die 2. Season schon vorbei vom Sprint Cup. Endo Cup haben wir ja auch noch. Das ist die 1. Season. Da geht es auch bald wieder zur Sache hier. Aber erstmal den Sprint Cup zu Ende bringen. Und dann gehen wir doch mal in den Helikopter rein, denn wir sehen, es geht in die Zweierformation. Everts auf der rechten Seite im BMW. Berghold daneben, der vor allem hinten links gucken wird. Was macht der Porsche? Kommt er gut weg? Kann er sich vielleicht schon irgendwie da ja, nebensetzen oder sich hinter dem BMW positionieren und da ja, den Ferrari angreifen? Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Duell. Beide Fahrzeuge wieder dicht an dicht starten sie hier. Und das ist natürlich immer super, wenn die beiden ja, auf der Strecke auch direkt kämpfen und da nicht nur Fernduelle gibt für die Gesamtwertung. So, einen Augenblick noch und dann gehen die Ampeln auf grün. So, hinten kommen sie auch noch alle rum. Jawohl, keiner muss aus der Kurve starten. Das passt hier. Da unten sehen wir schon die Ampel, die jetzt auf grün gehen sollte. Neuntes Rennen, Uwe Sprint Cup. Und wir sehen schon, F. Everts kommt da ganz gut weg. Mal gucken, Stefan Mons, wie gesagt, kann er sich schon neben den Ferrari setzen. Dahinter wird auch geguckt, links, rechts. Na, wie kann ich mich positionieren? Jeff Everts wird wohl als erstes in die Kurve einbiegen. Berghold wird versuchen, außen gegen Ferrari, gegen den Porsche zu halten. Muss da weit gehen. Gab eine leichte Berührung auch dahinter. Der BMW von Nes könnte das sein. Musste da gerade ausgehen. Hinten hat es ein bisschen gekracht anscheinend. Oh. Oh, da hinten hat es sehr gekracht. Gucken, ob wir das gleich nochmal reinbekommen. Hier vorne sehen wir bei Everts. Berghold Mons hat sich erstmal nichts getan. Oh, gucken wir hier mal kurz rein. 20 Sekunden, mal gucken, ob wir da mitbekommen, was da genau passiert ist. Hier hinten im Feld hat es nämlich anscheinend ordentlich gekracht. 3 wide ging es da rein. Und da unten muss was passiert sein. Da stehen schon 1, 2 Autos. Viele kommen da vorbei. Gucken wir, da unten rechts hat es auch nochmal gekracht. Eieiei, auch nochmal 1, 2 Autos. Und da kracht hier der Langhorst in den DOD-BMW rein. Oh Mann, also da hat es gleich mal richtig viele erwischt, muss man leider sagen. So, jetzt sind wir wieder im Live-Bild. Alex Langhorst hier immer noch irgendwie am Gange mit einigen Fahrzeugen. Er hat jetzt hier 3 Positionen verloren. Auf der 31 ist er unterwegs. Also da hinten ging es nicht so gut hier vorne. Ja, haben sich tatsächlich schon etwas kleine Lücken gebildet. Hier 2 Sekunden bei Michael Haaf auf der 6. Position. Aber wir bleiben mal hier vorne. Ein schöner Dreikampf, der hier schon gleich am Anfang des Rennens, oder beziehungsweise hier am Anfang des Rennens geht zur Sache. Everts, Berghold, Mons. Gucken, ob Everts das Ganze hier ja, verteidigt bekommt, ob er wegfahren kann. In Qualifying hat er ungefähr 2 Zehntel Vorsprung. Und Lukas Berghold will natürlich jetzt hier vorbeikommen, möglicherweise, um da mal ein bisschen Puffer zwischen sich und Stefan Mons zu bringen. Mal gucken, jetzt geht's das erste Mal. Beziehungsweise waren ja eben auf der Geraden, jetzt geht es das erste Mal aber in den letzten Abschnitt rein. Also auf der Geraden haben wir da kein Überholmanöver gesehen erstmal. So, was geht hier im Mittelfeld ab? Thomas Geffert, einer der ganz, ganz großen Gewinner, wie wir sehen. 9 Positionen hat er gewonnen. Dahinter sehen wir Sandro Conradi, der von ganz hinten gestartet war. Der ist auch irgendwo reingedonnert, trotzdem 12 Positionen im Moment gewonnen. Ja, versucht hier gerade den Geffert anzugreifen. Ja, wenn sein Fahrzeug noch halbwegs fahrbar ist, dann wird er da vielleicht erstmal draußen bleiben. Vielleicht einen Tick früher reinkommen als geplant, um dann zu reparieren. Und dann, ja, vielleicht kann er heute dann gute Punkte einholen. Wird in der Goldwertung, also dürfte nicht allzu langsam sein, aber geht jetzt schon rein oder muss vielleicht jetzt auch schon einfach reinkommen, weil es nicht mehr so fahrbar ist. Sondern das Gute ist, er hat dann womöglich gleich freie Fahrt. Mal schauen, wie lange er stehen muss. Und dann kann er seine Pace fahren und dann vielleicht schon mal ein bisschen wieder was aufholen. So, hier vorne, Anderson kommt jetzt so ein bisschen ran, der 4-Platzierte. Hier ist er, der BMW, 0, ein bisschen was Sekunden. Ist er am Dreier gespannt dran. Dahinter Nick Kleefeld, bin ich mal gespannt, ob er da jetzt auch nochmal anschließen kann. Dahinter haben wir 2 Sekunden zu seinem Teamkollegen. Alle beiden Teamkollegen hier auch super nach vorne gekommen. 8 Positionen hat er gewonnen. Hier müssten es sogar 9 sein, jawohl. Also für Freibeuter Racing lief der Start doch irgendwie sehr, sehr gut. Die konnten da wohl halbwegs ausweichen in diesem Tumult. So, im Mittelfeld geht es zur Sache. Waffenroth verliert gerade gegen Schröter und auch gegen Käser, der AMG da auf der Innenseite. Möglicherweise gegen Buchholz. Ja, geht es alle sehr weit. Die Position.
Ah, Reifen noch nicht so ganz warm vielleicht. So, wo wollte ich hin? Keep hier scheinbar gerade an Matthias Weggel vorbeigekommen. 8 Position Keep gewonnen, Weggel auf seiner Startposition geblieben. Also da sehen wir gucken gleich mal auf die Position Deltas drauf. Gab es einige Gewinner, einige Verlierer. Ihr seht es auf der Karte, da sind jetzt gerade 4 Autos in der Box. Konradi war schon in der Box. Hat natürlich keine Reifen gewechselt, wie es aussieht. Hat nur repariert wahrscheinlich. Also, da hat es jetzt schon so ein paar getroffen. Mal gucken, ob die da jetzt noch vor dem Feld wieder rauskommen. Oder ob sie dann mit in den Verkehr kommen. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil da will natürlich jeder vorbeigehen, wenn du da mitten im Verkehr bist, als Überrundeter. Aber gucken wir jetzt mal hier. Bergold muss sich jetzt gegen Mons verteidigen. Der Ferrari-Pilot muss hier relativ weit innen anfahren, kann aber den Porsche hinter sich halten. Also richtig Druck und wir sehen auch der BMW dahinter jetzt direkt von der Partie. Schöne Vierergruppe, die wir hier vorne sehen. So, Geffert gegen Anwand verloren. Hinten, ja, stehen noch einige in der Box, muss man sagen. Mal gucken, wann die wieder rauskommen. So, Mons jetzt hier auf der Geraden. Na, Topspeed hat der Porsche jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht kann er sich hier auf der Bremse da vorbeidrücken. Und da sehen wir auch schon die eine oder andere Überrundung. Der grüne Ferrari da nehme ich, der hellgrüne, da unten die 13 ist eine Überrundung. Macht aber wunderbar Platz, da können jetzt alle dran vorbeigehen. Also, gucken wir jetzt mal. Da wird ordentlich verteidigt. Wir gehen mal auf Bergold drauf hier. Mal sehen, jetzt geht es hier in die relativ enge Sektion rein. Kann er jetzt hier gut rausbeschleunigen, ist die Frage. Kann der Porsche auf der Geraden angreifen? Selbst im Windschatten ist es oft schwierig für den Porsche. Aber wir bleiben mal drauf. Oliver Braun auf der 17 verliert gerade ein paar Positionen. Im Mittelfeld geht es gerade ordentlich zur Sache. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was geht hier auf der Geraden. Oh, Porsche muss da leicht korrigieren nochmal. Bisschen weit rausgekommen. Könnte sogar sein, dass er selber wiederum angegriffen wird vom BMW. Na, mal gucken. Da vorne ist noch ein Honda überrundet da. Da kriegt natürlich Bergold nochmal Schwindschatten. Das passt ihm, glaube ich, ganz gut. Und davor sehen wir Jeff Ewerts. Der Honda macht mal Platz hier für die nächsten beiden Positionen hier. Oder nächsten drei, viel mehr. Jawohl, da gehen sie alle vorbei. Also das funktioniert schon mal ganz gut. Ja, kein Angriff hier vom Porsche, auch nicht vom BMW. Wir gucken mal kurz. Paar Meter dahinter, Matthias Weggel auf der 10. Position. Auch im Windschatten dran von Detlef Keep. Direkt davor Marco Sana auf der 8. Position, der da fast schon mal geguckt hat. Nee, wer war das? Nee, Weggel war das hier, der bei Keep geguckt hat, so rum. Oh, da gibt es aber den Angriff vom BMW. Innenseite, Klassiker hier, leichte Berührung. Und damit ist er BMW vorbeigegangen. Ja, trotz Berührung, denke ich, war das alles in Ordnung. Also da, nee, ist jetzt vorbeigegangen. Ja, der hat ein bisschen verloren hier. 6 Positionen nämlich, von der 4 gestartet. Und da, ja, nicht ganz so optimal durchgekommen, vielleicht durch den Start. Wir jetzt hier ein bisschen weiter nach vorne kommen. Zero Man, moin. So, vorne hat es sich jetzt ein bisschen geordnet. Da haben wir schon einen kleinen Zweikampf gesehen hier zwischen Bergold und Mons, der jetzt hier auch eine neue schnellste Runde gesetzt hat. 55,445 und Keep jetzt mit Sana Richtung T1 unterwegs. Cypers Zeit mehr oder weniger dahinter. Dirk Nees, der will nochmal wieder Position nach vorne kommen, saugt sich da auch an den Markenkollegen ran. Keep jetzt hier, muss fast verteidigen. Mal gucken, ob Sana angreift. Oh nee, und dahinter noch der Teamkollege Matthias Weggel nämlich. Aber Nees, ja, kann nicht angreifen. Komm mal bei Cruise rein. Laut Anzeige ist er hier vorbeigekommen an Eldery. Der ist ja hier von fast ganz hinten gestartet. Der hat ganze 16 Positionen gewonnen. Also ein ganz, ganz, ganz großer Nutznießer hier von der Startkollision. Alle sind noch da. Ja, die standen da wirklich zwischen 50 und 80 Sekunden in der Boxengasse, die da verunfallt waren. Oh, hier fast Rewind-Situation oder Situation. Zahner war das hier. Brückner sehen wir hier und Hofmann direkt dahinter. Ah, da fahren wir doch mal bei Zahner mit. Gucken mal, gibt es hier den Angriff? Kommt ihr wieder rechtzeitig auf die Strecke, um sich keinen Cut zu holen? Wir sehen auch im Tower auf Platz 19 ganz, ganz enge Geschichte. Da Anwand, Braun, Geffert, Busch, alle dicht an dicht. Da können wir gleich mal hinschauen. Die sind da ganz hinten im Hintergrund irgendwo vielleicht noch zu sehen. So, jetzt kommt der Aston Martin. Ja, ein bisschen hin und her gewobbelt. Mal gucken, ob der Topspeed reicht, um hier anzugreifen. Oder kann sich der BMW vorne halten? Ich könnte mir vorstellen, dass der Aston Martin zumindest mal guckt. Macht er aber tatsächlich nicht. Musste auch ein bisschen nach hinten gucken. Denn da ist ja auch noch Hofmann meine ich. Pierre Brückner ist ja der Aston Martin. Also der hat ja auch schon mal geguckt, ob er da profitieren kann. Dahinter Hassler einen Tick weit gegangen. Nicht so wild. Die halten sich hier so auf, dass er da auf jeden Fall dranbleiben wird, denke ich mal. So, dann gucken wir mal hier in dieser engen, engen Gruppe. Der McLaren, Oliver Braun verliert leicht die Linie. Und Daniel Pyle geht vorbei. Der Suicide-Crew BMW. Sehen wir da. Kann eine Position gewinnen. Ist damit wieder auf seiner Startposition unterwegs. Oliver Braun, leichter Quersteher. Da musste der AMG ordentlich aufpassen. Auch er wiederum beim Ausbeschleunigen leicht unruhig. Er klebt sich hier mal ordentlich ran.
Falsches Auto. Ah, greift jetzt hier vorletzte Kurve an. Da kann man es gut antäuschen. Und genau das passiert dann. Dann geht der Gegner vielleicht weit. Ein, zwei Autos gehen vorbei. Der DOD BMW geht vorbei. Beziehungsweise wahrscheinlich ist das... warte mal kurz gucken. Eine Überrundung gewesen. Ja, war eine Überrundung. Der DOD BMW wurde da getroffen. Von einem Honda war es, glaube ich, in der ersten Schikane. Also das war eine Rückrundung in dem Fall. Junge, Junge. Also da geht es ordentlich zur Sache. Wir gucken mal hier... Daniel Arning auf der 30. 16 Positionsverluste, ist aber ja, in der Box gewesen bereits. Also ist nicht ganz Boxstopp bereinigt. So, Elder Guerra auch 10 Positionen verloren. Das lief dann nicht so dolle. Hat sich gerade Alex Cruz geholt. Nee, das müsste der alte sein. Sieht man hier halbwegs. Der hat nämlich nur eine Finne vorne rechts, weil Autowechsel ist hier nicht erlaubt. Und der kam erst heute raus, von daher... glaube ich, hätte heute auch keiner gewechselt. So, no moin. So, Götz natürlich hier auf der Geraden mit dem Lexus sehr, sehr gut positioniert. Und da sehen wir es auch. Kann sich da Michael Haaf holen. Jetzt befindet sich der Fuchs Racing Pilot zwischen den beiden Freibeuter Racing Lamborghinis, die hier ja ein sehr, sehr gutes Rennen bis jetzt haben. Bisschen Glück gehabt wahrscheinlich da am Start. Aber was soll's. Das gehört natürlich auch dazu. Und sind da gut nach vorne gespült worden. Apropos, die Position Deltas wollten wir uns nochmal anschauen und da sehen wir, ganz vorne hat sich nicht viel getan. Dann in den Top 10 ganz, ganz viele reingerutscht, im Mittelfeld ein paar verloren und natürlich ganz hinten, wenn wir da mal so raufschauen, die ganzen, die bereits in der Box waren, während wir hier gerade den Unfall sehen zwischen Buchholz und Käser. Oh, war ja hier der BMW kollidiert und ja, da gucken wir mal, ob die jetzt in die Box müssen, Käser, hier der AMG. Die waren noch nicht in der Box, also könnte sein, dass sie das jetzt schon ein bisschen vorziehen müssen. Er lässt hier aber den AMG-Piloten vor, sieht da wohl sein Fehler. Ja, und damit ist auch noch Oliver Braun vorbeigekommen, hier der McLaren-Pilot. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass der so schnell kommt, der neue McLaren. Ich bin heute 10 Runden mal gefahren, aber ich dachte, das dauert noch ein bisschen. Aber kam dann doch relativ zügig. Und gucken, ja, ob den viele fahren. Bin mal sehr, sehr gespannt. Haben ja dann doch relativ viele neue Autos jetzt. Seit 3-4 Wochen ja den Lambo, den Ferrari und den neuen Porsche. Wollte dann, ja, der Evo, der jetzt, ja, den nicht super groß unterscheidet vom alten. Eldery hier 2 Positionsverluste gerade. Eieiei. So, bei Keep und Nes gab es offenbar gerade eine kleine Kollision. Sieht aber nach nichts Wildem aus hier. Aber dahinter staut sich es ordentlich auf. Wir sehen es da ganz, ganz viele Fahrzeuge hintereinander. Guck mal zu Pierre Brückner. Ja, mal gucken, ob er hier angreifen kann. Ist, glaube ich, ja, mal gucken. Weil sein Vordermann hat auch noch Windschatten. Kommt da wahrscheinlich, ja, ein bisschen näher ran. Ich könnte mal vorstellen, dass der Audi tatsächlich hier von Daniel Hofmann eher noch den BMW von Zahner angreift. Wir bleiben mal vielleicht drauf hier. Und da sehen wir die nächsten Überrundungen. Der Motorsport Ferrari da links. Der, ja, dreht so ein bisschen in den Blue Flex Strudel rein. Kommt immer wieder Fahrzeuge. Muss auch mal ein bisschen vom Gas gehen. Und dann, ja, verliert er natürlich umso mehr Zeit. Daniel Hofmann schafft es nicht, hier vorbeizugehen erstmal. Bleibt auf jeden Fall spannend. Mal gucken, Dirk Nees. Na, außenrum wird das jetzt eher nichts. Außer er kann jetzt so einen kleinen Switchback machen. Oder er hält sich da links und kann dann für die Linkskurve angreifen. Aber der Honda, ja, bleibt erstmal vorne hier. Und Detlef Keep. Nicht ganz bekommen die Kurve. Macht aber nichts. Bleibt auf jeden Fall halbwegs dran. So, Ewerts vorne. Gucken wir mal kurz drauf hier. 1,5 Sekunden. Hat die schnellste Runde inzwischen gesetzt mit der 54,517. Also nochmal einen Tick schneller als Lukas Bergold vorhin, der da auf jeden Fall alle Hände voll zu tun hat mit dem Porsche auf der 3. Position. Sehen wir hier, hält sie aber hinter sich. So, da wird es gerade richtig, richtig eng hier. Hofmann scheinbar jetzt vorbeigekommen. Jawohl, ist vorbeigekommen. Mal Rossana. Also 7. Positionsgewinn insgesamt. Brückner verliert gerade, ne, ist ein Anzeigefehler, da ist nämlich der Aston Martin, der blaue da. Da sehen wir, ist nichts passiert. So, oh, BMW kriegt nicht ganz die Kurve, der Aston Martin, der rutscht ein bisschen weg beim Beschleunigen. Mal gucken, ob da jetzt Kevin Hassler angreifen kann, ob er vorbeikommt, reicht aber nicht ganz. Muss ich doch dahinter einordnen. Ah, da fliegen schon wieder die Pinöpel da hinten rum. Also ganz, ganz schöne Geschichte hier im Mittelfeld. Super eng. Position 8 bis Position 15. Alles unterhalb von 2 Sekunden jeweils. Vorne, ja, hat man sich tatsächlich schon etwas absetzen können auf den ersten 4 Positionen. Also Nick Kleefeld da im Moment. Ja, viel Luft nach vorne. 7 Sekunden. Bringt da den Lexus noch mit und seinen Teamkollegen. Dann haben wir nochmal 4 Sekunden auf Detlef Keep auf der 8. Da ist diese Gruppe, wo wir ja mehr oder weniger gerade drauf gucken. Hier Herr Brückner mittendrin. Ein bisschen Luft nach vorne, nach hinten hat da. So, Side by Side gibt es hier den Angriff von Stefan
uns außen rum, während da, glaube ich, Schröter müsste das sein, Platz macht der Honda auf der linken Seite gerade im Bild. Aber Bergold konnte hier verteidigen. Also da konnte Stefan Mons scheinbar mal angreifen in der Rechtskurve. Aber hat nicht ganz gereicht. Also Bergold, der muss da wirklich zusehen, vorne zu bleiben. Er kann sich's leisten, hinter Stefan Mons ins Ziel zu kommen, wenn es um die Gesamtwertung geht. Aber er wird das natürlich versuchen zu vermeiden. Das ist natürlich gut für Jeff Ewerts da vorne im BMW. Der hat jetzt 2 Sekunden Vorsprung. Wenn das so weitergeht, dann wird der Abstand natürlich größer. Keine Frage. Also, das ist doch mal schön, dass wir hier wirklich so spannende Kämpfe sehen. Und da hinten hat es wohl gekracht. Detlef Kiep steht hier. Wir gucken kurz ins Replay rein. Womöglich dann mit jemandem kollidiert. Dirk Nees ist das da, der 787er BMW. Gucken wir mal hier aus der Doppelrechts. Leicht unruhig der BMW. Vielleicht jetzt hier zu spät auf der Bremse gewesen. Na, ganz, ganz leichter Ditcher beim Honda hinten drauf. Aber das reicht natürlich. Da lenkst du nämlich schon ein. Da ist das Heck schon etwas leichter. Und dann reicht da so ein Stups. Und dann ja, wird Detlef Kiep gedreht und hat sich womöglich auch schon direkt in die Box teleportiert. So, Brückner jetzt gegen den eben gesehenen Dirk Nees. Der schnappt sich jetzt hier oder greift zumindest mal den nächsten mehr oder weniger an. Hier auf der Gerade sehen wir doch noch viele, viele Autos in Sichtweite. Also richtig spannendes Rennen, die erste Viertelstunde. Einige schon passiert. Ein paar Unfälle haben wir gesehen. Schöne Überholmanöver, schöne Zweikämpfe. Aber ich denke auch, die nächste Dreiviertelstunde wird noch entspannt bleiben an vielen Stellen. So, verpassen wir vorne was? Nicht so richtig. Da gucken wir ganz kurz nochmal hin. Stefan Mons sehen wir jetzt hinter dem Ferrari. Hinter sich Daniel Andersen. Ja, der hofft natürlich, dass da für ihn nochmal was abfällt. Der hat natürlich schon gesehen, dass sie dann den Zweikampf ja vielleicht auch mal öfters gehen demnächst noch. Und dann kann er da vielleicht nochmal profitieren. So, gehen wir mal kurz zu Hustler rüber auf der 13. 11 Positionen gewonnen hier der Audi. Na, gucken wir mal. Helder Guerra hat er direkt hinter sich. Auch kein langsamer Fahrer. Fährt in der Silberklasse. Guck mal hier, Audi gegen Audi, davor ist Dirk Nees. 2 Sekunden hat er jetzt Rückstand auf Pierre Brückner, den Führenden der Bronzewertung. Mal gucken, ob sie ihn einholen. So, hier schöne Windschattenduelle, wir fahren mal hier ein paar Meter mit. Ah, ein Tick zu weit weg, vorne man auch noch Windschatten, daher kein Angriff möglich. So, DTs oder ähnliches hatten wir auch noch nicht. Aber wer weiß, wer mit wie viel Katzen im Moment hier rumfährt. So, Buchholz schnappt sich gerade den McLaren hier auf der linken Seite. Ja, hat man kurz angesprochen, der neue McLaren gar nicht so unterschiedlich. Der hat nochmal ein bisschen mehr Aero-Teile dran. Vorne links, vorne rechts nochmal eine Finne mehr. Aber sonst gar nicht so ein Riesenunterschied jetzt, sage ich mal, zum alten McLaren. Aber mal gucken, wie der sich jetzt etabliert. Ja, ob man da gute Setups findet, was dann an der BOP vielleicht nochmal geändert wird. Auch bei den anderen neuen Fahrzeugen, sage ich mal. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder mehr McLaren sehen werden in Zukunft. Ist ja doch seit einiger Zeit nicht mehr so oft gefahren worden. Bis ja nahezu gar nicht, muss man sagen. So, Guerra ist immer noch hinter Nees. Jawohl, Abstand zu Brückner wird ein bisschen größer. Tatsächlich. Aber mal gucken, ob hier Mann vorbeikommt und nach vorne angreifen kann. So, ab geht's wieder gleich auf die Gerade. Lukas Bergold. Fährt inzwischen ja für Rennwelten hier bei Hobel. Fährt aber noch für Racing Quest. Und mal gucken, ja, ob er hier sich den Gesamtsieg holen wird. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Stefan Mons, ja, der versucht alles, aber es ist sehr, sehr schwierig. Wir sehen es hier im Windschatten. Keine Chance, da ranzukommen. Selbst hier, ja, wenn er ganz nicht dran wäre, wahrscheinlich nicht. Eben haben wir den Angriff ja so halt gesehen. Also, er hatte hier wohl mal eine Möglichkeit anzugreifen. Vielleicht hat Bergold aber auch die Gerade, beziehungsweise den Eingang in die Gerade nicht so ganz gut erwischt. Vielleicht ein bisschen an Schwung verloren. Vielleicht hat er da Stefan Mons vielleicht die kleine Chance mal anzugreifen. Aber in dieser Runde, ja, sieht es wieder deutlich besser aus. Für den Ferrari mit der 501 kann sich da vorne halten. So, gehen wir ins Mittelfeld. Pierre Brückner greift gerade Mario Sana an aus dem Windschatten raus. Hier der Aston Martin wieder gegen den BMW. Hatten wir vorhin schon mal gesehen. Und da hat er auch nicht angegriffen. Dahinter direkt Nees und Guerra im Zweikampf. Da kommen sie gerade um die Ecke jetzt. Hier der BMW. Also auch der muss sich verteidigen. 8 Positionen verloren. Ja, der hat wahrscheinlich auch nicht die allerbeste Laune. Da eben noch, ja, kleinen Unfall gehabt, kleinen Fahrauffahrunfall für ihn. Die ist doch relativ glimpflich für Kiep. Ja, leider nicht. Der steht natürlich in der Box und ich glaube, der darf auch leider nicht mehr rausfahren. Der schaut sich die ganze Geschichte jetzt hier an. So, Dirk Nees verteidigt erstmal seine 12. Position. Stefan Mons vorne, 0,2 Sekunden dran. Fahren wir doch mal mit beim Porsche. Wir sehen auch schon Verteidigungslinie vom Ferrari auf der Innenseite. So, jetzt kann er hier gucken, dass er sich besser positioniert, um hier mehr Schwung jetzt rauszunehmen. Vielleicht kann er ja angreifen. Er muss auch leicht korrigieren hier. Und auch der Ferrari kann vorne bleiben. Und oben im Rückspiegel in der Mitte sehen wir, der BMW auch schon sehr, sehr groß im Rückspiegel. 0,2 Sekunden. Also nicht sonderlich angenehm. Nach vorne kein Platz
Platz nach hinten, kein Platz. Hier sehen wir es von außen, wunderbar. Stoßstange auf Stoßstange. Geht's jetzt gleich auf die Gerade, das wird super, super spannend. Da fahren wir doch mal wieder auf dem Heck mit hier von Lukas Bergold. Schauen wir, ob hier irgendwer, ja, jemanden angreifen kann. Bergold kommt hier sehr gut raus, sehen wir gerade. Mal eben 1/2 Zehntel, glaube ich, rausgeholt. Eine halbe Sekunde hat er jetzt Vorsprung. Das sollte mal locker reichen, um hier vor dem Porsche natürlich zu bleiben. So, Anwand hier mit einem beschädigten Fahrzeug. Überholt gerade Chris Hayer, wie es aussieht. Gucken wir doch mal ins Replay. Oder war es ein Anzeigefehler hier? Oh, da ging der Honda mal geradeaus über den Curb rüber. Also war hier mal kurzzeitig vorbei. Hat aber, glaube ich, den BMW wieder vorgelassen, weil er hier Off-Track nicht überholen wollte. Also, Anzeige hat gestimmt. Aber unterm Strich hat sich da eigentlich gar nichts geändert. Danny Anwand immer noch auf der 16. Und Chris Hayer sehen wir hier auf der 17. Bei Position gewonnen. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten auf die 20. Dahinter passiert nicht super viel. Falk Moritz und Jakob Hausinger hatten wir auf der 30, 31 noch. Pfaffenroth Konradi vielleicht auch nochmal. Die müssen auch noch in die Box rein. Ansonsten auf den weiter hinten liegenden Plätzen nicht ganz so eng. Aber hier 18 bis 21 sehen wir mehr oder weniger im Bild. Hier sehen wir gerade P20, wird da von der 21 angegriffen. Oh, muss jetzt hier sehr, sehr weit in anfahren für diese schnelle Rechtskurve. Das ist natürlich die Gefahr, dass man dann am Ausgang sehr weit rausgetragen wird. Aber der BMW macht das gut. Der Honda natürlich von außen kann mehr Schwung eigentlich mitnehmen, aber reicht nicht, um da anzugreifen. So, Pierre Brückner gerade an Zahner vorbeigekommen endlich mal. Aber nicht auf der Geraden, sondern hier in dieser Doppelrechtskurve, wo der BMW einfach zu weit rauskam. Und da kannst du dich wunderbar daneben setzen, wir sehen es. Manche können da links nochmal gegenhalten, aber hier nicht. Beziehungsweise, ja, Zahner wollte da vielleicht auch nicht mehr gegenhalten. Gerd Brückner holt sich hier P10. Also, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er nächste Season vielleicht auch in der Silberwertung mindestens mitfährt. Der ist nämlich hier, wir können mal auf die Nummern schauen. Ja, doch gar nicht so deutlich vor dem zweiten der gleichen Wertung. Marius Zahner ist nämlich sein direkter Gegner. Also, ich hätte, oder im Qualifying sah es wohl so aus, als wenn er da ein bisschen Auto zwischen sich hatte. Aber Marius Zahner immerhin direkt hinter sich. Ja, aber gucken, ob er jetzt wegfährt. Wie gesagt, die letzten drei Rennen hat er in seiner Klasse gewonnen. Also sieht auch hier danach aus, dass er da eine gute Chance drauf hat. So, wir gehen mal zu Danny Anwand rüber. 0,4 ist an Alex Cruz dran, der Honda da oben. Und hinter sich hat er noch einen Honda. Chris Hayer, hat man ja eben die Aktion gesehen in der ersten Schikane. Jetzt geht es auch hier gleich wieder auf die Gerade raus. Und die sind sehr, sehr dicht beisammen. Also wenn man hier gut rauskommt, dann kann man hier angreifen. Oh, Götz geht gerade vorbei auf der Geraden. Ja, Lexus hier gegen den Lambo. Also einfach mal vorbeigezogen, hat jetzt die beiden Lambos direkt hinter sich. Gehen wir wieder zum Dreiergespann. Mal sehen, ob der Honda hier den BMW vielleicht angreifen kann. Honda schon sehr, sehr dicht dran. Oh, bin gespannt. Geht er auf die Innenseite? Geht der BMW auf die Innenseite? Ne, der Angreifer geht rechts rüber. Mal sehen, kann er die Nase schon daneben halten? Dann muss der BMW natürlich auf der Innenseite ein bisschen was an Luft lassen. Aber der Honda entscheidet sich anders. Jesaja bleibt doch dahinter. Also kein Angriff hier auf der Geraden. Der BMW kommt hier aber sehr gut durch die Kurve. Und da kann man sich auch mal reinbremsen. Reicht aber nicht im Moment. Ah, immer sehr, sehr spannend. Wer kann jetzt hier mehr Grip aufbauen? Wer kommt hier schneller um die Kurve rum? Denn die Anwand schafft es aber nicht, am Honda vorbeizugehen. Kann aber, das ist die gute Nachricht, den Chris Hayer auch hinter sich halten. Immer wieder spannend hier, Runde für Runde. Gehen so langsam auf die Hälfte zu hier. Und immer noch viele, viele Mehrkämpfe tatsächlich. Also, das wird nicht langweilig werden. Auch vorne ist es ja noch halbwegs eng. Können wir mal kurz schauen. Stefan Bons immer noch dran, Anderson dran. Zum Lexus wird der Abstand im Moment größer. Gut, der ist auch gerade erst vorbeigekommen an Nick Kleefeld. Also bin gespannt, ob Jason Götz da den Abstand vielleicht noch ein bisschen verringern kann. Ist natürlich schon ein relativ großer Abstand. Achso, geht's in die Box rein für Anwand. Relativ großer Abstand, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Und wenn die hier ja noch mehr in den Zweikampf gingen, dann sind auch 12 Sekunden mal ganz, ganz fix weg. Ja, aber abgesehen von ein, zwei Angriffen fahren sie jetzt hintereinander her. War eine relativ ähnliche Pace. Everts vorne. Ja, der hat da ja nicht komplett weg. Hier links sehen wir ihn gerade noch im Bild. Aber 2,5 Sekunden Vorsprung ist ja schon mal nicht schlecht. Bock zu Stopp. Ja, kann man ja auch ein bisschen Puffer gebrauchen, sage ich mal, wenn man den nicht ganz so gut bekommt. So, ich gucke mal, ob wir schon Strafen haben. Na, sehe gerade keine. Gucken wir mal, die Boxenlinien müssen natürlich auch eingehalten werden. Vor allem beim Eingang ist es hier relativ interessant, weil man da sehr, sehr schnell rechts rüber muss aus der letzten Rechtskurve, damit man da nicht über die weiße Linie fährt. Gucken, ob sich auch alle dran halten. So, Danny Anwand in der Box hatten wir gesehen.
Gehen wir kurz zu Guerra rüber, der ist nämlich super, super dicht dran an Dirk Nees, aber schafft es nicht am BMW-Piloten vorbeizukommen. Omar Rosana, ja, der sieht sich da schon wieder in der Verteidigung, sind aber Autos, die nicht in seiner Klasse fahren. Gucken wir mal kurz, ein Gold- und ein Silberpilot, also da muss man jetzt nicht unbedingt vielleicht gegenhalten, wenn es um die Klassenwertung geht, aber gibt natürlich nochmal Separatpunkte für die Gesamtwertung, da lohnt sich es natürlich, die Position zu holen, aber wir sehen außenrum, geht Helder Guerra auch mal mit durch, Dirk Nees vorbeigekommen, Helder Guerra auf die 12, Marusana jetzt hier, ja zumindest mal ein bisschen Ruhe nach hinten, Ferrari dahinter direkt ist eine Überrundung. Der nächste Gegner ist Kevin Hassler im Audi auf der 14 mit 5 Sekunden Rückstand auf ihn. So, Chris Haya holt sich gerade Alex Cruz. Denke mal, da wurde er auch eher vorbeigelassen hier, wie das gerade aussah. Die beiden haben das hier einmal 15 und 16 getauscht. So, jetzt muss man natürlich auch überlegen, wann geht man in die Box? Mache ich einen Undercut, mache ich einen Overcut? Gehe ich vielleicht gleichzeitig rein mit dem Gegner direkt vor mir? Das muss sich Stefan Mons überlegen. Ja, wie komme ich jetzt vorbei? Erstens sind bis jetzt die ersten 25 Minuten, die wir gleich umhaben. Ging es auf der Strecke nicht vorbei. Vielleicht über den Boxenstopp, wenn es gut läuft. Und wenn nicht, ja, dann muss er mal gucken, dass er im zweiten Stint da irgendwie vorbeikommt. Denn er ist auf jeden Fall der, der gefordert ist, Lukas Berghold. Für den kann das Rennen so zu Ende gehen. Dann macht er wieder Punkte gut auf den Porsche. Chris Haya mit einer gelben Flagge steht hier rum. Gucken wir mal kurz rein, was da passiert ist. Müsste ja irgendwie so erste Schikane was sein. Aber kein anderer, denke ich mal, involviert. Die anderen sind noch ein paar Meter dahinter. Schauen wir mal. Oh, oh, kommt der Quersteher ganz, ganz langsam. Dreht er sich weg und dann kriegt er hier off-track nochmal, ja, einen kleinen Gegenpendler. Jetzt musste er nochmal warten, bis er wieder auf die Strecke kann. Da sehen wir ihn auf der 20. Position. Eieiei. Also, da dürften auch ein paar Autos vorbeigegangen sein. Ellery, Geffert, Pai und Busch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Er jetzt hier wieder auf seiner Startposition unterwegs. Ist da leider zurückgefallen. Moin, Molle Maus. Ja, mal gucken. Jetzt hat er ein bisschen Luft nach vorne, nach hinten. So, wo ist es denn eng? Hier vielleicht. Ja, da gehen wir nämlich hin. Hier der Aston Martin. Und Mario Ellery. Ja, dafür, dass er ja, von quasi ganz hinten starten musste, von der 32 nämlich, schon 16 Positionen gewonnen. Klar, ganz hinten waren welche in der Box, aber wenn er jetzt normalen Boxstopp hinlegt, dann dürfte er die meisten von denen da hinten auch hinter sich halten, denn die standen da teilweise über eine Minute. Also, das sieht doch gar nicht nach so einem schlechten Rennen aus hier für den Mario. Besser, ja, als das vielleicht normalerweise gelaufen wäre, ohne den doch relativ großen Crash am Anfang. Conradi gerade vorbeigekommen am AMG auf der Geraden hier, während Matthias Wegel auf der, ja, 9, 10, 11 jetzt gerade in die Box gefahren ist. Geht also so langsam in die Boxenstoppphase rein. Wetter wird auch so bleiben, also da muss man jetzt nichts groß ändern, denke ich mal, an den Reifen drücken. Regenreifen werden auch eingepackt bleiben heute. So, etwas ruhig jetzt auf der Strecke, also nicht mehr ganz enge Duelle, aber gucken wir mal, wie das nach dem Boxenstopp wird. Vielleicht der eine oder andere muss nochmal reparieren, nicht alle, ja, kriegen vielleicht die Boxen, den Boxenstopp so optimal hin und dann verschiebt sich mal ein bisschen was hier. Ja, deine Kollegen auf 6 und 7, hier sehen wir gerade. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, hier fahren sie aber unter Freibeuter Racing, wenn ich mich nicht täusche. Ja, lief sehr gut für die beiden. Die sehen es ja hier, 7 Positionen gewonnen. Michael Haff 8 gewonnen. Die haben dadurch die Startkollision richtig was an Position gut machen können. Läuft auf jeden Fall sehr gut. Top-10-Ergebnis hier im Moment. Absolut realistisch. Im Moment ja so ein bisschen Ruhe zumindest hier. Michael Haff, Nick Kleefeld ist nochmal eine Sekunde an Jason Götz dran. Oder immer noch dran, muss man sagen. Der war da ja auf der Geraden vorbeigezogen. Der Abstand zu den ersten 4 wird aber weiter größer. Lexus kann da also momentan nicht mithalten. Das ist natürlich eine gute Nachricht dafür, die Podiumsposition. Ah, okay, ja. Moin Marvin. So, Matthias Wegel, gelbe Flagge, dürfte aber die Boxenausfahrt sein. Der ist nämlich gerade, ja, in die Box gefahren, wie wir gesehen haben. Und wir sehen hier Mario Ellery, aber auch 17 Positionen gewonnen. Inzwischen jetzt. Mal gucken, wo er rauskommt, wenn er zu seinem Boxenstopp oder aus seinem Boxenstopp wiederkommt. Während Daniel Pei nochmal versucht, hier vor seinem Stop nochmal vorbeizukommen. Ja, leichter Quersteher hier, zwar die Innenseite. Aber denke mal, da konnte er nicht ganz so schnell rumfahren, dass er hier den Thomas Geffert angreifen kann. Aber natürlich eine interessante Gruppe. Wer macht hier den besten Boxenstopp? Kann man hier vielleicht nur ein bisschen durchtauschen? Ja, muss man auch überlegen, hat man vielleicht Schaden? Repariert man das überhaupt? Weil jede Sekunde kann in so einer Gruppe wirklich wichtig sein. Und wenn man jetzt nicht groß Pace verliert, dann ja, kann man den Schaden vielleicht auch einfach nicht reparieren. Ah, wer geht vorne als erstes rein? Jeff Ewerts.
Er fährt hier sehr souverän auf der 1. Er fährt jetzt nicht weg. Die 2 bis 2,5 Sekunden halten sich hier, wie wir sehen. Aber reicht ja auch. Das reicht ja auch. Also schauen wir mal, ob er nach dem Boxstopp auch vorne bleibt. Wenn der mal verschoben wird, dann wird es schon wieder eng, muss man sagen. Dann sind da schon wieder 3 Autos direkt, die da profitieren könnten. So, kann Kleefeld jetzt nochmal gegen den Lexus wettern. Da musste er sich vorhin überholen lassen, hier auf dieser langen Geraden. Weil ich denke mal, gegen den Lexus hat er hier keine Chance. Der Lexus da ganz beruhigt, kann da vorne wegfahren. So, Vera, Hofmann und Buchholz jetzt reingekommen. Also, nach und nach strudeln sie alle hier rein. Haben jetzt hier gleich die erste halbe Stunde hinter uns gebracht. Geht dann gleich in die zweite Hälfte. Und dann haben wir noch, ja, ein letztes Rennen in 2 Wochen auf Suzuka. Und dann ist die zweite Season auch schon wieder vorbeigegangen. Meinte ich. So, Hofmann, Guerra sind beide wieder aus der Boxengasse rausgekommen hier. Also 1,5 Sekunden trennen die beiden. So, Aston Martin saugt sich hier, glaube ich, immer wieder ran an den Honda. 0,3 Sekunden. Könnte nochmal auf 0,2 vielleicht, aber wir sehen, das reicht nicht, um da mal anzugreifen. Dahinter hatten wir gesehen, Daniel Pei hatte mal Thomas Schäffert angegriffen, hier in der Rechtskurve eben. Aber diesmal ist er zu weit weg, also der wird hier, denke ich mal, bis zu seinem Boxenstopp auf der 15. Position bleiben. So, Daniel Andersen reingekommen, der Vierplatzierte, also der erste dieser Vierergruppe da vorne, ist jetzt erstmal in die Box rein. Mal gucken, ob er, ja, wo kommt er hier zum Stehen? Da fährt er jetzt langsam rechts rüber und vorne. Ja, gucken wir mal, wann die reinkommen. Stefan Mons klebt immer noch dran hier am Porsche. Oh, 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 mal gucken. Kommt jetzt Berghold wieder gut raus. Ganz, ganz wichtig dafür die Gerade. Frozen Moin. So, schön Körb mitnehmen. Hier kann man auch sehr weit rauskommen. Jawohl, das ist noch alles gültig da. Innenseite der Hütchen. Und dann, ja, setzt er sich in den Windschatten rein hier. Mal sehen, was er hier Topspeed macht im Windschatten. Wir sind jetzt bei 260, 270, wahrscheinlich Richtung 280. Jetzt klingt der Porsche sehr, sehr schön. Oh, 81, 82, 83, 84, 85, 86, fast 290 im Windschatten. Da sehen wir auch Werner jetzt doch angreifen. Außenrum wird es aber sehr, sehr schwierig. Also wird er wahrscheinlich sich eher einordnen müssen. Hoffen, dass vielleicht da Lukas Berghold einen kleinen Fahrfehler macht, sich hier in der Doppelrechts auf die Innenseite setzen kann. Aber ja, fährt er schon viele, viele, viele Runden hinterher. Halbe Stunde nämlich, genau. Und wir sehen, ja, kein großer Fehler. Lukas Berghold verteidigt hier. Wunderbar. Lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen und wird versuchen, ja, P2 mindestens nach Hause zu bringen. Vielleicht auch noch P1. Mal gucken, wie es nach den Boxenstopps aussieht. Sehr, sehr schöner Zweikampf hier. Ja, bleiben kurz nochmal drauf, gucken, ob die in die Box reinfahren schon. Sonst können wir nämlich nochmal zu Platz 10 gehen. Kevin Hassler, Cruz und Elder Reader ganz dicht hintereinander. Da müssen wir, glaube ich, jetzt schon hin. Die sind nämlich gerade 3 wide hier auf der langen, langen Geraden auf der Mistel Straight. Ellery hier vorne. Das ist der Aston Martin jetzt am Honda vorbeigekommen. Oh, jetzt kommt noch links der Audi. Dahinter noch der AMG von Geffert. Mal gucken, ob die hier zu dritt reingehen. Ja, ganz ans Außen der Audi. Lassen sich aber Platz hier der Honda und der Aston Martin dicht beisammen. Und zieht da ein bisschen rüber, trifft den Honda. Da wollte der AMG auch noch angreifen. Mal gucken, wie ordnen sie sich jetzt. Ah, der AMG kann nicht ganz profitieren. Alex True ist jetzt hier eine weitere Position verloren, wie es aussieht. Ja, müsste da, glaube ich, 2 Autos vorbeigelassen haben. Hassler hier, Ellery davor und Knees kommt jetzt in die Box rein. Oh, ganz, ganz harte Situation, die wir gerade gesehen haben. Ging aber nochmal gut. Vor allem nach der Rechtskurve, ja, gab es die Kollision da. Einer vielleicht ein bisschen drüber gezogen. Aber ging noch halbwegs gut. Jetzt keiner, der da abgeflogen ist. So, vorne sind die erstmal draußen geblieben. Mons und Everts und... Nee, Quatsch, Berghold ist reingekommen. Also das ist der erste von den beiden, die reinkommen. Auch die ganze Gruppe hier geht gerade rein. Also bleibt ganz, ganz spannend. Jeff Everts bleibt draußen. Stefan Mons bleibt draußen. Ja, mal gucken, wie lange er draußen bleiben kann und möchte. Wenn er noch ein paar Runden kann, dann muss er mal zusehen, dass er noch ein paar Zehntel rausholt. Dass er dann vor Berghold rauskommt. Der müsste jetzt mit seinem Boxenstopp durch sein. Ja, und der macht immer so gute Boxenstopps. Schon wieder was mit einer 31er Standzeit. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Stopp. Also die meisten machen so 32, 33er Zeiten. Aber Berghold immer wieder mit 31er Standzeiten. Ja, also da lief alles super. Da kann er sich nichts vorwerfen. Also da ist jetzt Stefan Mons gefragt, ebenfalls nachzuziehen.
Daniel Andersson ebenfalls hinter ihm geblieben. Der ist auch tatsächlich nur eine Sekunde weg. Also war eben, ja, ich glaube, relativ ähnlich. Dazwischen war ja noch der Porsche. Aber hat hier zumindest mal den, ja, Vierplatzierten eben, zumindest noch Vierplatzierten hinter sich halten können. Und jetzt heißt das, hier abwarten. Wo kommt Stefan Mons raus? Wo kommt Jeff Ewerts gleich raus? Dirk Nees kommt jetzt hier erstmal auf der 15 raus. Hat auch erstmal relativ viel Luft nach hinten. Vor sich hat er noch den Matthias Weggel, der, ja, genau wie er, über 40 Sekunden Standzeit hatte. Da gab es wohl was zu reparieren. Hat man ja gesehen, gab ja einen kleinen Kontakt da mit dem Detlef Keep, wo er hinten ja ein bisschen aufgedonnert ist. Alex Cruz kommt aus der Box, 37 Sekunden Standzeit. Thomas Scheffelt kommt raus, 40 Sekunden Standzeit. Also da sehen wir, da gab es ja Reparaturen, oder? Ich weiß nicht, sind das Zeitstrafen? Ich sehe gerade keine. Auf jeden Fall in der Box ein bisschen was verloren hier. So, Ewerts ist reingekommen, Stefan Mons ist reingekommen. Oh, jetzt müssen wir mal auf... Ah, wo ist er? Wo ist Herr Bergold? Schwer blind. Ach, da ist er. Siehst du, da wollten wir raufgehen. Gucken wir mal aus der Helicam vielleicht, wo er dann, ja, rauskommt, beziehungsweise wo die anderen rauskommen, wo er sich gerade befindet. Ganz, ganz spannend, gerade in der vorletzten Kurve unterwegs. Hat auch noch Überrundungsverkehr im Moment. Mal gucken, ob er da sauber vorbeikommt. Innenseite, er kann jetzt nicht ganz so viel Schwung mit rausnehmen. So, links die Boxengasse müssten wir gleich sehen. Mal gucken, ja, ob sie da schon losfahren. Brückner kommt gerade aus der Box, hoffe ich. Gelbe Flagge hat er. So, wo sind sie, die anderen beiden? Monster ist er, da kommt Lukas Bergold und da geht's gerade noch vorbei. Das hat aber gereicht, hier der Geschwindigkeitsüberschuss. Und was jetzt aber anders ist, dass Andersson hier an Stefan Mons vorbeigekommen ist. Also der hat sich jetzt hier aufs Podium schieben können. Jeff Ewerts ist nämlich hier deutlich vorne geblieben. 32 Sekunden Standzeit und ist damit 3 Sekunden jetzt hier vor allen anderen. Der Abstand sogar ein Tick größer geworden im Moment. Aber er hat noch keine warmen Reifen. Könnte sein, dass der Vorsprung nochmal ein bisschen schmilzt. Aber am Ende Jeff Ewerts ein... Ja, super Job gemacht. Jetzt muss das Ding nur noch nach Hause fahren. Und Bergold hat jetzt Bergold hat hier statt den Porsche den BMW direkt hinter sich. Also für Stefan Mons läuft das gerade nicht ganz so, wie er sich so erhofft hat. Jetzt hat er sogar 2 Autos vor sich. Auch da wieder ein bisschen Körb mitgenommen. Mal gucken, ob er hier auf die 3. Position wiederkommt. So, Kleefeld, der ist aber am Lexus vorbeigekommen jetzt seit dem Boxenstopp. Sehen wir hier. Ja, beide einen guten Stop gehabt. Götz hier auch mit einer 31er Standzeit. Aber irgendwie der Lambo da wohl doch vorbeigekommen. Also da hat es nochmal einen Tausch gegeben. Mal sehen, ob der Lexus sich hier wieder den Lamborghini schnappen kann. Auf der Geraden hier haben wir es vorhin gesehen. Konnte er da auf jeden Fall angreifen, wenn wir mitfahren. 0,2 Sekunden. Und wir sehen den Geschwindigkeitsüberschuss hier. Oh Mann, da geht er wahrscheinlich schon locker auf der Geraden vorbei. Ja, keine Chance hier. Den lässt er da fast stehen, muss man sagen. Falsches Auto. Da sehen wir in der Lambo keine Chance, auf der Geraden dagegen zu halten. Da fährt er einfach vorbei. Ja, also gleich wieder korrigiert die Geschichte. Hier auf die 7. Position. So, gehen wir weiter durch die Zweikämpfe. Hier mit Daniel Hofmann und Helder Guerra. Platz 10 und Platz 11, die beiden Honda-Piloten. Also da geht es nochmal gut zur Sache. Schöner Zweikampf hier. Matthias Weggel haben wir dann den Teamkollegen nochmal im Zweikampf mit Dirk Nees, der jetzt hier auf der Innenseite angreift und noch easy dran vorbeigeht wahrscheinlich. Jawohl, kann die Linie halten und damit jetzt hier auf der 13. Position unterwegs. Immer noch 9 Positionen verloren. Daniel Pei, der ist hinter Kevin Hassler jetzt. Das ist der Audi-Pilot. Wolfgang Busch, der Honda hinter ihm. Dahinter der weitere Honda. Chris Haier ist das. Also auch da, ja, ist es noch eng. Das wird spannend bleiben hier die letzten 24 Minuten. Sehr, sehr schön zu sehen. So, Ellery ist drinnen. Dann ist auch Brückner drin. Dann sollten, glaube ich, alle durch sein, wenn ich es richtig sehe, was die Stops angeht. Können wir die nämlich rausnehmen. So, kommen wir mal, Helder Guerra. Ob der sich jetzt hier verteidigen kann, wir können... Ja, gleich nochmal auf die Position Delta schauen nach den Boxenstopps jetzt. Wir warten auf Brückner und Eldery, dass die aus der Box kommen. Brückner wieder auf der Strecke unterwegs, auf der 13. Eldery dürfte ungefähr dahinter gleich rauskommen. Schauen wir mal. Ja, wir gucken mal auf den Zweikampf, gerade der engste Zweikampf hier auf der Strecke. Auf Platz 8, auf Platz 9. Helder Guerra, Silberfahrer und auch Daniel Hofmann ist ein Silberfahrer. Da geht es also nicht nur um die Gesamtwertung, sondern auch um die Klassenwertung. So, Eldery unterwegs auf der 19. Also, wie gesagt, von hinten gestartet. 13 Positionen jetzt hier, Boxenstopp bereinigt, gewonnen. Und der McLaren steht hier sonst wo in der Pampa. Wir schauen mal kurz.
Das sieht doch ein bisschen irgendwie nach Hardwareausfall aus. Der rollt hier nämlich einfach nur geradeaus in die Wand, rollt hier und rollt hier und rollt hier. Ja, zum Glück da relativ off-track, das wird jetzt kein groß stören. Aber ganz, ganz ärgerlich für Oliver Braun, wenn ihm da tatsächlich irgendwie die Wheelbase oder die Pedale ausgegangen sein sollten. Weil ein Disconnect hat er auf jeden Fall nicht. Mal gucken. Ah, jetzt ist er, glaube ich, runtergegangen. Ja, sehr, sehr schade für ihn. Der einzige McLaren heute leider auch mit einem Ausfall. So, Evertz vorne, 3,3 Sekunden hält sich. Bergold, Anderson und Mons ja, ungefähr 1 bis 2 Sekunden auseinander. Mal schauen, wie sich in den letzten 20 Minuten die Abstände entwickeln werden. Götz Kleefeld, ja, Götz kommt da so ein bisschen weg inzwischen, 1,5 Sekunden. Und hier sind wir gerade auf 8 und 9 drauf. Gehen gleich nochmal zu Cruz und Geffert drüber. Gucken nochmal kurz hier die letzten Kurven, ob vielleicht Daniel Hofmann da ein bisschen besser rauskommt. Ganz, ganz wichtig hier. Dann kann man ja zumindest mal gefährlich werden dafür die erste Schikane. Ah, sehen, das wird wohl kein Angriff heben. Deswegen gehen wir mal zum AMG-Piloten. Zum Thomas, der hier 6 Positionen gewonnen hat. Position Deltas. Boxstops sind ja durch. Ja, und da sehen wir Ellery 13 Gewinne. 13 Positionsgewinne. Einer der größten, wenn nicht sogar der größte Gewinner. Also, das lief doch halbwegs anständig für ihn. Ausgehend von der Situation am Anfang. So, Gebhardt ist auch dabei, hier sich den Alex Cruz zu holen. Mal gucken, wo er jetzt hier vorbeikommt. Hier hält er jetzt schon rein. Oh, Innenseite, mal gucken, ob Alex Cruz sich noch wehrt. Will er sich da wehren? Müssten, glaube ich, in einer Wertung fahren. Jawohl, also da geht es wirklich um Punkte hier zwischen den beiden. Alex Cruz kann sich aber wehren. Bleibt jetzt hier erstmal daneben. Wir sehen der AMG, wie er ein bisschen vor- und zurückfährt. Mal sehen, kann er rüberziehen? Ja, kann sogar wieder auf die Ideallinie zurück. Das heißt, er kann auch hier halbwegs den Schwung durch die erste Schikane mitnehmen. So, Drive-Through für die Nummer 19 sehe ich gerade. Das ist Dennis Keser gewesen hier, der AMG. Also die erste Strafe von ACC jedenfalls, die wir hier haben. Und hat ihn natürlich damit ja, nach hinten gespült. Eine Position insgesamt verloren. Ohne DT. Wie lange hat er gebraucht? 30 Sekunden. Wenn wir die mal so runterrechnen. Naja, da wird es 2, 3 Positionen noch weiter nach vorne gehen. Aber trotzdem immer sehr, sehr ärgerlich natürlich, wenn man sich da eine Strafe holt. So, was tut sich hier vorne? Bergold. Ja, 1,2 Sekunden Vorsprung. Jeff Evertz mit der 54, 390. Neue schnellste Runde hier. Also, der kann hier seine Pace wunderbar fahren. Und denke, da sollte nicht mehr so viel passieren, als dass er das nicht gewinnt. Dann gehen wir zu Kesaya rüber. Honda gegen Honda. 2 Positionsgewinne für den HyperX Racing Luxemburg Piloten. Oh, nimmt da sehr viel Schwung mit. Mal gucken, Innenseite bremst er sich wohl rein. Und Busch, ja, lässt ihn da auch passieren. Ist auch Gold gegen Bronzefahrer. Konradi derweil hier vorbeigekommen an Geffert tatsächlich. Wo kam das denn plötzlich her? Sandro Konradi, der ja, von der 31 gestartet ist. Auch schon 10 Positionen gewonnen jetzt am Ende. Also da lief es doch auch gar nicht so verkehrt. Weiß nicht genau, warum er von da hinten gestartet war. Aber ja, sei es drum. Top 20 absolut möglich. Alex Cruz hat er direkt vor sich. Während Nissi offenbar an Sana vorbeigekommen ist. Gucken wir hier mal Rosana. Hat er ihn auch passieren lassen, womöglich. Ich glaube, das sind auch 2 unterschiedliche Klassen. Ja, ja, würde ich sagen, wurde er vorbeigelassen. Im Live-Bild werden wir es gleich sehen. Ich glaube, der ist, ja genau, Bronzefahrer. Dirk Nies ist Goldfahrer. Also, da gab es keine große Gegenwehr jetzt. So, gehen wir mal zu Konradi wieder rüber. Mal gucken, ob er sich gleich den nächsten holen kann. Das wäre nämlich Alex Cruz, ist auch ein Bronzefahrer. Also, womöglich wird er ja auch vorbeigewunken oder kommt er auch so gut vorbei. Und dann schauen wir mal, ob hier vielleicht hier der Honda und der AMG dahinter in den Zweikampf gehen. Die sind ja in der gleichen Klasse unterwegs. Ah, kleiner Stupser hier von hinten. Oh, da vorne gibt es den einen oder anderen Positionswechsel. Cruz geht jetzt hier, verliert jetzt hier die Position. Jetzt hat er hier gegen den AMG den Zweikampf natürlich. Thomas Schäfer versucht sich daran zu hängen. So, was geht vorne? Brückner gerade, glaube ich, an Wegel vorbeigegangen auf der Geraden hier. Aber wir gehen jetzt mal auf Alex Cruz wieder zurück. Mal sehen. Gut, dass er jetzt Windschatten hat eigentlich. Ganz, ganz vorteilhaft, sage ich mal. Dann kann er nämlich den AMG noch eher hinter sich halten. Er wird da jetzt nicht vorbeigehen wollen, denke ich mal. So, BMW lässt aber jetzt hier den Windschatten mal abreißen. Denkt sich so, nö. Oder lässt er beide jetzt hier vorbei? Ist, glaube ich, jetzt eher nicht. Eieiei, hoffentlich geht das jetzt gut. Mal der AMG greift da jetzt fast an, zeigt sich zumindest mal auf der Innenseite.
Also, ihr seht es im Tower links, da wieder einige rote Zahlen. Gibt nochmal eine richtig, richtig enge Schlussphase an der einen oder anderen Stelle. Ja, vorne leider tut sich nicht viel. Stefan Mutz auf der 4 der Porsche lässt ein bisschen abreißen. 3 Sekunden hat er jetzt aufs Podium Rückstand. Mal gucken, das wird wohl, ja, schwierig. Und das tut natürlich, ja, nichts in seinem Sinne zur Sache für die Gesamtwertung. So, Daniel Pei, der ist dran an Kevin Hassler. Gucken wir mal, letzten 3 Runden eigentlich relativ ähnlich unterwegs. Mal eine Zehnte schneller, mal eine Zehnte langsamer. Also ich fahre da eine sehr ähnliche Pace. Beide hier auch in der Bronzewertung unterwegs, der BMW und der Audi. So, Thomas Geffert hat sich jetzt hier Alex Cruz geholt in der letzten Kurve. Wir schauen mal ins Replay rein. Aber wir können uns fast denken, wie es passiert ist. Einfach auf die Innenseite wahrscheinlich gebremst. Vielleicht hat der Honda hier auch schon einen kleinen Fehler gehabt. Wir schauen mal. Nee, kein Fehler. Also hier eine relativ optimistische Aktion, würde ich fast sagen. Sehr spät rein, wir sehen es hier. Aber passt alles, lassen sich hier Platz. Thomas Geffert geht damit jetzt hier vorbei auf die 21. Hat sich Alex Cruz holen können. Jetzt sind wir im Live-Bild und da sehen wir, da hat sich eine Situation seit dem Überholmanöver nichts getan. Das heißt, es hier irgendwie nochmal wegkommen und ja, geht da noch was nach vorne. Eine etwas größere Gruppe von, ja, 3 Autos haben wir nochmal ab Platz 19. Vielleicht schafft das ja nochmal ranzukommen. 3-4 Sekunden hat er da noch Rückstand. So, gehen wir mal durch hier. Jeff Ebers also auf der ersten Position. 4,3 Sekunden hat er bereits Vorsprung. Wir sehen es da, Lukas Berghold kann sich hier souverän auf der 2 halten. Daniel Andersen über den Boxenstopp. Am Ende ist er jetzt erstmal aufs Podium gefahren. Stefan Mons, der muss ein bisschen abreißen lassen hier mit dem Porsche. Jason Götz haben wir hier auf einer guten 5. Position. 7 Positionen hat er gewonnen. Den einen oder anderen hat er da auf der Langgeraden, auf der Mystery Straight überholen können. 2-mal den Nick Lehfeld, glaube ich, war das. Der Lamborghini, der hier dahinter fährt. 1,8 Sekunden. Elder Guerra jetzt im Freibeuter Racing Sandwich auf der 7. Position. Dahinter ist nämlich Michael Haaf im Lambo. Ja, bringt nochmal Daniel Hofmann mit. Hover Sim Racing. 9 Positionsgewinne. Also auch da wird die Laune gar nicht mal so schlecht sein, denke ich mal. Und Potenzial für noch mehr ist auf jeden Fall vorhanden. Wir sehen es, er ist direkt dran. Wir machen mal hier den Zeitenvergleich. Da hat er vor 3 Runden ganz, ganz viel aufgeholt. 2 Sekunden. Mal gucken, ob er jetzt hier schon direkt vorbeikommt. Er zeigt sich auf der Innenseite. Aber bremst ihn noch nicht daneben. Eieiei, das war knapp. Haben sich schon die Autos fast berührt. Aber nur fast. Ein Glück nicht. Also jetzt geht's hier dicht an dicht auf die Gerade. Wir fahren mal mit hier beim Daniel. Mal gucken, ob wir dabei sind, wenn er hier seinen 10. Positionsgewinn holt. Ist auch gerade so ziemlich der engste Zweikampf. Also können wir wunderbar draufbleiben. Dann schauen wir doch mal, ob er es schafft hier. 0,4 Sekunden hat er jetzt Rückstand. Schauen wir mal hinten raus von Michael Haaf, ob der Audi da rankommt. So, 0,3. Wir sehen es auch optisch, dass der Abstand kleiner wird und kleiner wird. Und Michael Haaf bleibt auch schon ganz rechts hier. Wir sehen es. Oh, das könnte vielleicht den Angriff geben. Mal gucken. Er kann eigentlich nur links rum angreifen. Rechts ist kein Platz. Mal schauen, ob er jetzt da außen rum angreift. Er lässt letztendlich sehr viel Platz. Der Lambo komplett in. Der Audi ziemlich weit draußen und kommt da tatsächlich vorbei. Außenseite einfach mal vorbeigezogen. Vielleicht da Haaf auch ein bisschen mehr vom Gas gegangen, um da sicher zu gehen, dass es ihn da nicht rausträgt und es da die Kollision gibt mit dem Daniel. Also, schönes Überholmanöver hier auf die 8. Position. Springen wir mal auf die 15. Da bin ich Kevin Hassler, Daniel Pei, auch ganz, ganz dicht hintereinander. Da wird auch schon mal geguckt, der BMW da auch mit einem leichten Geschwindigkeitsüberschuss. Ein bisschen zu viel vielleicht, leichter Quersteher davon, Daniel. Aber alles gut gegangen. Man darf man nicht zu oft machen, sonst werden die Reifen, ja, sehr warm, muss man sagen. Und dann wird die ganze Geschichte nicht einfacher auf der Strecke. So, Konradi gerade an Eldery vorbeigezogen. Hier haben wir jetzt immer noch 2 Positionsgewinne zu verzeichnen. Konradi ebenfalls 12, also beide gut nach vorne gekommen. Gucken wir mal, ob er sich Wolfgang Busch auch noch holen kann. Das wäre hier ein Bronzenfahrer, also tendenziell sollte er pacetechnisch schneller sein. Aber heißt nicht, dass er da eben mal vorbeikommt, außer Wolfgang Busch lässt da so ein bisschen Platz, dass er da, ja, überholt wird. Gucken wir mal. Nächsten Position, du Chris Haier, nochmal 4 Sekunden weg. So, irgendeiner ist gerade in die Box reingefahren. Friedrich Pfaffenroth dürfte das gewesen sein. Ja, womöglich hat der eine DT, da oben links sehen wir ihn.
Ja, der fährt auf der Speed, auf der Fastlane. Also es riecht ein bisschen danach, dass er sich eine DT geholt hat. Tatsächlich erst eine DT jetzt nach einer über Dreiviertelstunde. Hält sich im Moment also wirklich in Grenzen. So, jetzt gucken wir mal, Wolfgang Busch. Ja, vorbei lässt ihn jetzt noch nicht so ganz. Vielleicht, wenn der BMW mal daneben ist, wird er sich vielleicht nicht mehr wehren. Sind nämlich klassend übergreifend. Eieiei, sehr viel Körper mitgenommen von Konradi. Aber mit dem BMW scheint es zu gehen. Bisschen unruhig. Jetzt muss er erstmal wieder die Spur finden. Und dann ist er jetzt auf der 18 unterwegs. So, schauen wir mal hier wieder. Da war eben Daniel Peik ganz gut rangekommen auf der Geraden. 0,4 Sekunden. Mal sehen, ob er das wieder zufahren kann. Auch hier wird schon ja, eher weiter rechts gefahren auf der Strecke, um schon mal zu verdeutlichen, dass er hier verteidigen wird, der Kevin Hassler. Ja, 0,3, 0,2, er kommt wieder ganz, ganz dicht dran. Hier sehen wir es jetzt aus seiner Perspektive, geht jetzt auf die Innenseite, jetzt ist sie doch auf und jetzt wird er hier versuchen anzugreifen. Eben hat er einen kleinen Quersteher, muss nochmal ein bisschen Gas rausnehmen, hätte ihn sonst nämlich zu weit rausgetragen. Der Audi schafft es auch gerade noch wieder auf die Strecke zurück und bleibt erstmal vor dem Suicide Crew BMW. Also ein heißer Zweikampf, den wir hier gerade beobachten dürfen. Mal gucken, wie lange er noch geht. 12 Minuten ist noch Zeit. Also gute, ja, 5, 6 Runden sind es jetzt noch. Führende ist gerade auf der Mistel Straight unterwegs. Also nicht mehr so viele Kilometer zu fahren. Das geht bei Alex Langhorst, 2 Positionen gewonnen. Wird da gerade von Dennis Käser verfolgt. Hier der AMG-Pilot. Was sagen die letzten Runden? Ja, letzte Runde, da war Käser ein bisschen langsamer. Davor hat er aber gut aufgeholt. Ja, 8, 9 Zehntel jeweils die Runde. Also tendenziell scheint er da schneller zu sein als der Honda. Gucken wir mal, ob er das Ganze auch ummünzen kann in einen Positionsgewinn. 2 Positionen hat er ja schon gewonnen. Jetzt geht es erstmal wieder. Quatsch. Käser natürlich hier eine Position verloren, dass er wieder auf seine Startposition kommt. Aber Langhorst, ja, hat genügend Vorsprung, würde ich mal behaupten. 0,7 Sekunden sind jetzt bei der Mitte der Geraden. Da sollte er noch nicht mit dem Angriff rechnen. Dahinter kommt der Lexus zum Überrunden. Ja, der Jason Götz auf der 5. Position. Kann sich von Kleefeld auch leicht absetzen. 9, 10 Sekunden sind es schon fast jetzt. 2 Sekunden, danach nochmal 10 Sekunden. Also da kommt er so ein bisschen weg und mal gucken, ob er hier gut über die, durch die Überrundung kommt. Ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn du noch ein bisschen Pech hast, dann sind die 2 Sekunden noch ganz schnell wieder futsch. Aber hier an dem 90er AMG sollte er ohne Probleme vorbeikommen. Wir sehen es hier auf der Innenseite, wunderbar Platz. Ja, war das jetzt Absicht vom AMG? Womöglich. Zumindest hat Jason Götz das so gesehen. Der hat nämlich gerade die Warnblinkanlage als, ja, Dankeschön betätigt hier. So, Alex Cruz und Thomas Geffert in der Bronzeklasse beide unterwegs. Audi, Audi sei schon der Honda natürlich gegen den BMW. Oh Gott, ganz durcheinander hier. Honda gegen AMG hier im Windschatten. Und mal, ob er da jetzt vorbeikommt. Wer hat da den besseren Topspeed? Der Honda guckt links, rechts, mal im Windschatten, mal ein bisschen rechts oder links geguckt. Jetzt muss er sich mal langsam entscheiden, ob er dahinter bleibt, ob er angreift. Innenseite wäre nur Platz. AMG bleibt hier auf der, ja, mehr oder weniger Ideallinie. Jetzt versucht er ein bisschen zuzumachen. Jetzt geht er spät raus. Mal gucken, nicht, dass es da die Kollision gibt. Wird ganz leicht hinten rechts getroffen und dreht sich dann leider weg. Und Alex Schuss geht da vorbei. Und da geht es auch tatsächlich noch ein bisschen in die Wand rein. Ganz, ganz minimale Berührung. Super ärgerlich. Wir schauen noch mal aus seiner Heckperspektive vielleicht ins Replay rein. Da ist eine ganz, ganz enge Geschichte. Mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen ausmachen können. Ja, wer da vielleicht, na, wer Schuld hat, weiß ich nicht genau. War einfach sehr eng. Aber hier sehen wir, ja, keine Chance, hier das Auto abzufangen in dieser schnellen Rechtskurve. Holt sie nur mal ein bisschen Schaden. Ich hoffe, der ist nicht allzu stark. Und jetzt hier auf der 22 unterwegs. Peter Buchholz jetzt direkt dahinter. Sein Teamkollege übrigens, der BMW-Pilot. Na, schauen wir mal, ob wir da teamintern nochmal was sehen. So, Pierre Brückner ist jetzt am Mario Sana wohl nochmal dran. Wir gucken mal kurz rein. Ja, 3,4 Sekunden hat er die letzten 3 Runden aufgeholt. Also richtig, richtig gut rangefahren. Und jetzt guckt er mal, dass er auch wieder vorbeikommt. Dann wird wahrscheinlich schon Ende der Fahnenstange sein fürs Rennen. Denn danach hat man noch eine 8 Sekunden Rückstand. Und in 9 Minuten, glaube ich, ja, holt man das nicht unbedingt auf. Also hier muss er jetzt mal gucken. Der Marussana, dass er das verteidigt. Pierre Brückner, dass er hier vorbeikommt. Aston Martin hier, ja, mal wieder gegen den BMW. Mal schauen, Innenseite hat den besseren Topspeed, würde ich mal fast behaupten. Ist nämlich schon so gut wie daneben. Also BMW muss da eine etwas weitere Linie womöglich fahren. Außer natürlich der Aston Martin. Ja, was er auch macht, geht wieder dahinter. Hat dann wohl nicht ganz gereicht. Aber vielleicht sehen wir da nochmal ein Überholmanöver. So, vorne ist interessant geworden. Denn Anderson hat da auf Bergholt ein bisschen verloren. Monster ist rangekommen. Vielleicht war da ein bisschen Überrundungsverkehr da schuld. Da sehen wir nämlich da hinten den Motorsport Ferrari. Den hat es ja leider schon sehr früh getroffen im Rennen. Er musste da, glaube ich, einiges reparieren. Ich täusche. Quatsch. Wo ist er denn?
Ahnding ist das. Naja, 65 Sekunden Standzeit hatte er. Also der, ja, da war leider nicht viel zu holen. 10 Positionsverluste im Moment. Ja, der Porsche sorgt sich doch ran, erstaunlicherweise. Da sehen wir es, der BMW muss er komplett verteidigen. Und mal gucken, ob Stefan Mons jetzt doch nochmal aufs Podium kommt. Oh, das sieht sehr gut aus. Da geht er sogar schon komplett vorbei, wenn er nicht sogar fast vorbeigelassen wurde, gefühlt. Ja, also geht's auch wieder auf die dritte Position. 2,5 Sekunden zu seinem Erzrivalen. Da unten sehen wir ihn noch, den Ferrari. Lukas Berggold, ja, sieht das natürlich im HOD, dass Hesse Porsche wieder hinter ihm ist, mit freier Fahrt sozusagen zu ihm. Also mal gucken, 7,5 Minuten. Das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, tatsächlich nochmal ran, wo geschweige denn dann vorbeizukommen. Aber wer weiß, was da passiert. Auch Lukas Berggold kann man einen Fehler machen. Jeff Ebert sehen wir auf der 1, 6 Sekunden oder fast 5 Sekunden sind es, harter Vorsprung, sieht relativ souverän aus, sollte nichts schief gehen. Während Daniel Pei jetzt endlich am Audi vorbeikommt, ja, ein bisschen Linie verloren, jetzt geht's eng rechts rum, mal gucken, ob das noch einen Switchback gibt, da vom Audi geht sehr weit und dahinter sehen wir den Zweikampf, was ist das, ein Zweikampf, die 333 ist das, ja, Konradi. Ja, achso, das ist eine Gruppe. Sehe ich gerade erst. 4 Autos hier nämlich. Also alles Position. Daniel Pei verliert jetzt sogar 2 Positionen. Beziehungsweise eine. Hat ja den Audi angegriffen. Und da ist der BMW durchgerutscht, der jetzt wiederum angreifen kann. Sandro Konradi, der jetzt eben eine Position geschenkt bekommen hat, sozusagen. Und jetzt sich gleich die nächste holt. Der Audi-Pilot auf der Innenseite. Scheint aber vorbeigekommen zu sein jetzt auf der Geraden. Jawohl, Audi muss sich dahinter einordnen. Also die 333 mal eben 2 Positionen gewonnen. Auch das sollte wahrscheinlich dann, wenn es gut läuft, die Endposition werden. 16 Positionsgewinne wären es dann. Aber muss natürlich da die 3 Autos noch hinter sich abschütteln. Was aber, ja, gut möglich wäre, wenn es hier nochmal Angriffe gibt, von den 3 Autos hier. Mal gucken. Huch. Da ging ein Audi ein bisschen weit. Hassler war das. Oh, Daniel Pei jetzt hier auf der Außenseite. Gucken, ob er sich dagegen halten kann. Dahinter ist ja noch Chris Haier, der da natürlich guckt, dass er eine Lücke findet. Aber wenn da 2 Autos nebeneinander vor einem fahren, dann hast du ja eigentlich gar keine Chance, mal vorbeizugehen. Wenn du dahinter fährst, kannst du dir nur anschauen, was da passiert. Ja, aber ist gut gegangen. Konradi jetzt hier also schon 1,8 Sekunden weg. Daniel Pei wird nochmal alles probieren, um zumindest an Kevin Hassler vorbeizukommen, wenn er nicht selber angegriffen wird. Wir sehen da die Nummer 30, Chris Haier, fahren wir mal mit, der hier ja direkt hinten dran ist. Regenlicht ist an bei Daniel Pei, Regen ist aber nicht in Sicht, also brauchen wir gar nicht mal. Gleich haben wir noch 5 Minuten auf der Uhr. Vorne ist es noch halbwegs spannend tatsächlich. Mons und Andersen, 3 und 4, sind an Lukas Berggold rangekommen. Eine Sekunde sind sie nur noch weg. Also vielleicht kriegen wir tatsächlich nochmal 3-Kampf nach fast einer Stunde. Die ersten, beziehungsweise Platz 2, 3, 4, innerhalb von 1,5, 2, 3 Sekunden sowas sind Dreh rum. Und Jeff Ebert vorne ein bisschen weggekommen. Aber 6 Sekunden ist auch nicht so viel jetzt. So, kein Angriff hier. Jetzt geht es gleich wieder auf die Gerade. Wir gehen, glaube ich, aber mal nach vorne wieder zu Dirk Nees. Der ist hier dran am Freibeuter Racing Lamborghini. Michael Haaf auf der 9. Position. Hier wird er gejagt. 6 Positionen hat er gewonnen. Also wie gesagt, da am Start gleich einige Positionen gut machen können. Jetzt muss er hier immer mal wieder verteidigen, wie es aussieht. Gucken, ob er den BMW hinter sich halten kann, der einen schönen Drift gerade mal hingelegt hat. Wir schauen mal hier auf die Zeiten. Nees fährt hier 54, 55er Zeiten. Da hinten, oh, wird geschaltet. Geht jetzt aber vorbei. Also ist hier auch schneller. So, da hinten Pierre Brückner, Michael Haaf. Irgendwie alles ein bisschen durcheinander hier. Brückner Zahna. Okay, die Anzeige gerade ein bisschen wild hier, aber wir sehen hier Nees vor Haaf, hatten wir gesehen. Hier Zahna vor Anwand hinter Pierre Brückner hier auf der 11. Position. So, gehen wir doch nach vorne. Also wie gesagt, hier Mons schon wieder deutlich, deutlich dichter dran am Berggold. Der BMW dahinter jetzt einen Tick wieder weg. Da war eben auch noch ein gutes Stück näher dran. Also, letzten 4 Minuten noch. Der Führende geht gleich in die vorletzte Runde. Ja, ist gerade im letzten Abschnitt unterwegs. Also, 2 Runden und der Rest von dieser noch. Und dann ist das 9. Rennen vorüber. Und wir kriegen vielleicht nochmal den Zweikampf hier zwischen dem 1. und der 2. der Gesamtwertung. Hatten wir ja 1, 2 Angriffe gesehen im 1. Stint. Mal gucken, ob wir hier im 2. Stint in den letzten Minuten auf den finalen Metern auch nochmal einen schönen Zweikampf bekommen. Im Mittelfeld wird natürlich auch noch weiter gefightet. Ja, mach mal einen Zeitenvergleich.
Und da sehen wir Monzi mit 54er Zeiten. Bergold ja mit mittleren 55ern. Hat da die letzten zwei Runden jeweils fast eine Sekunde verloren. Wissen wir nicht, ob das rein pace-technisch ist oder ja, ob er da vielleicht einfach unglücklich Verkehr hatte mit den Überrundungen. Aber sei es drum. Es ist, wie es ist. 0,4 Sekunden ist Stefan Monzi jetzt nochmal dran. Also vielleicht kann er doch mal ein paar Pünktchen gut machen auf Lukas Bergold. 14 Punkte in der Gesamtwertung, 7 Punkte in der Goldwertung Vorsprung. Also, ja, muss er echt gucken und dann im letzten Rennen hoffen, dass er da einige Plätze weiter vor Lukas Bergold landet, wenn er die Gesamtwertung und die Goldwertung holen möchte. Aber ja, realistisch gesehen glaube ich, wenn da Lukas Bergold nicht irgendwie Disconnect oder so hat, dann wird das eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit dann auf Suzuka in 2 Wochen. Aber vielleicht erstmal hier, wir gucken, jetzt ist die Cyberside endlich mal wieder, nach langer, langer Zeit direkt im Zweikampf. Stefan Monster guckt da schon mal, setzt da schön den Lukas Bergold unter Druck. Mal gucken, ob er hier wieder auf der Geraden so gut rankommt. Wir hatten es ja vorhin gesehen, dass Monster sehr, sehr gut rangefahren ist. Bei der Wahl gerade vorbeigekommen, hier auf der oder am Ende der Gerade an Kevin Hassler, der aber jetzt wieder kontern kann und wird da wieder vorbeigehen. Also die geben sich's ordentlich. Pai versucht da außen nochmal gegenzuhalten. Aber schafft's nicht. Wir gucken kurz dann wieder nach vorne. Gucken. 0,4 Sekunden immer noch der Abstand. Wird also kein Angriff geben auf der Geraden erstmal. Denn wir gehen so langsam schon ja, auf die nächste Kurve zu. 0,3 Sekunden. Das würde, wenn überhaupt, ein sehr, sehr später Angriff werden. Aber ich glaube, das reicht genau nicht. Er guckt zwar mal kurz, bremst er sich jetzt auch rein. Nee, reicht nicht. Also, gleich geht's in die letzte Runde. Dann hat er noch einmal die Möglichkeit, hier anzugreifen. Jetzt hat's hier nicht gereicht. Jetzt kann er wieder nur hoffen, dass hier Lukas doch mal einen Fehler macht in dieser Doppelrechts. Geht das mal ganz, ganz fix. Mal ein bisschen zu schnell reinlaufen lassen und dann kriegst du untersteuern. Und dann geht's da auf eine weite Linie. Innenseite ist super, super weit offen. Und dann kannst du dich da wunderbar auf die Innenseite setzen. So, Jeff Ewerts läutet jetzt die letzte Runde ein. 1,5 Minuten noch auf der Uhr. Es geht in die 31. Runde. Und ja, holt sich hier womöglich einen Sieg hier. Gucken wir kurz, Jeff Ewerts. Bestes Ergebnis. Ja, zweimal P2. Letztes Mal P2 geholt. Davor 2 Rennen leider gar nicht mitgefahren. Also der hätte wahrscheinlich noch mehr Punkte holen können. Insgesamt ist er ja 6. in der Gesamtwertung. In der Goldwertung ist er 5. meine ich. Jawohl. Also heute könnte er sich den ja, ersten Sieg holen und damit hätten wir mal einen neuen Sieger in der Klasse. Auch mal ganz schön. Bin mal gespannt, wer sich dann nochmal den Sieg im letzten Rennen holt. Ob er da auch wieder gut mitmischen kann. So, Bergold. Letztes Mal nochmal geht's auf die Gerade. Schauen wir, ob er das verteidigt bekommt. Lukas, Stefan Monster natürlich ganz, ganz dicht dran. Wir fahren mal mit hier. Schauen wir, ob er gut raus beschleunigen kann. Das letzte Mal jetzt in diesem Rennen geht's auf die Mistel Straight. In schönem Windschatten dran. 0,3 ist er schon dran. Oh, das wird jetzt sehr, sehr eng für Lukas Bergold. 0,2 jetzt schon am Anfang der Geraden. Also es wird hier den Angriff geben. Er saugt sich jetzt ran. Jetzt kann er nur noch außenrum vorbei. Denn Lukas Bergold wird hier auf der rechten Seite bleiben zum Abdecken. Jetzt geht's hier ja, Tür an Tür Richtung der Rechtskurve. Natürlich hat jetzt Stefan Monz keinen Windschatten mehr. Aber wir sehen, der Topspeed reicht trotzdem. Oh, die reiben hier fast die Reifen aneinander. Beide fahren sehr, sehr weit in die Kurve an. Das könnte jetzt ein bisschen eng werden in der Kurve oder am Ausgang. Lassen sich aber Platz da. Stefan Monz geht sehr weit, holt sich jetzt hier nochmal den Cut, wird ihm wahrscheinlich egal sein. Versucht natürlich jetzt auf den letzten Metern nochmal die Position zu holen, reicht aber jetzt ja nicht. Und Lukas Bergold muss jetzt hier die letzten 3, 4 Kurven noch gut über die Bühne bringen. Dann hat er hier ja wieder ein sehr, sehr gutes Rennen hingelegt und ja, sehr, sehr große Chancen auf den Gesamtsieg. Da muss ja Stefan Monz einfach darauf hoffen, dass der nächstes Rennen da ja irgendwie ja, ein Unfall-Disconnect, was auch immer hat. Ich glaube, unter normalen Umständen wird das wohl nichts werden. So, jetzt geht in die letzte Kurve rein. Ich denke mal, Bergold wird dann jetzt hier 2. werden. Jawohl, da wird sich nichts mehr tun. Jeff Ewerts holt sich derweil den Sieg hier. Startzielsieg, ganz souverän. Keinen großen Zweikampf gehabt. Guten Start. Und dann haben wir hier nochmal ein schönes Duell gesehen zwischen den beiden Kontrahenten hier. Bergold auf der 2, Stefan Monz auf der 3. Dann haben wir hier Daniel Andersen auf der 4. Position. Ja, der hatte dann doch nicht mehr so viel damit zu tun. Gucken wir nochmal, kamen wir noch 2 Kämpfe. Gucken wir kurz bei Hofmann rein. Da ist nämlich noch Dirk Nees im Genick. Ah, aber sollte eigentlich auch nicht mehr viel passieren. Jason Götz, der Lexus auf der 5 im Ziel, der gewinnt in der Silberklasse. Pierre Brückner, der wird wahrscheinlich die Bronzeklasse gewinnen auf der 11. Position. Der hat 5 Sekunden Vorsprung, nämlich von Mario Sana. Also der holt er sich jetzt den 4. Sieg in der Klasse in Folge.
Jason Götz hier, ja, natürlich auf der Geraden guten Vorteil gehabt. Hofmann rettet sich für Dirk Nees ins Ziel. Wir gehen nochmal zu Daniel Pei rüber. Immer wieder im 2-3-Kampf gewesen hier mit Hassler. Chris Haya ist davor. Ich glaube, der ist an den beiden noch vorbeigekommen inzwischen. Ich glaube, das haben wir nicht gesehen. Der müsste aber hier an den beiden noch vorbeigezogen sein auf die 16. Position. 4 Positionsgewinne hat er ja damit am Ende herausfahren können. Ein Auto haben wir verloren, Detlef Kiep in der Box, also haben wir 30 Fahrzeuge, die ins Ziel kommen. Wir haben, lass mich gucken, 2 DTs tatsächlich nur, hätte fast mit mehr gerechnet. Also das lief sehr gut, beim Boxenstopp alles gut funktioniert. Track Cuts schienen wohl doch nicht so das große Problem zu sein für die eine Stunde. Jesaja kommt jetzt hier ins Ziel auf der 16, Hassler dahinter, dahinter haben wir Daniel Pei, nochmal schöne Kämpfe gesehen. Ellery hier mit 13 Positionsgewinn, wunderbar. Dann Wolfgang Busch auch mit 3 Gewinnen. Alex Cruz 4 Gewinne. Kommt jetzt durch die letzte Kurve. Thomas Scheffert, ja, hat nochmal Peter Buchholz hinter sich. Der ist auch, glaube ich, schon fertig, wie es aussieht. Ich glaube, wir warten nur noch auf den AMG, wenn ich es richtig sehe. Ja, müsste, glaube ich, so sein. Der hat hier auch ja, einiges an Positionen gewinnen können. Oder ist er schon in der Box im Ziel? Nee, der muss doch über die Linie fahren. Hinter ihm ist schon Feierabend. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Offiziell jetzt alle in der im Ziel hier. Und ja, sehr, sehr schönes Rennen. Nick schreibt's. Also war auf jeden Fall nicht langweilig hier. So, dann gehen wir ins Studio und dann werde ich euch nochmal weiterschicken, würde ich sagen. So, warte mal. Wollen wir hier nach vorne gehen? Kriegen wir nochmal ein schönes, tolles Bild hier. Ja, so, Oma. Alle Perspektiven nicht so dolle. Egal, das sind die ersten drei. Hier sehen wir es. Ewerts, Bergold und Mons. Sehr, sehr schönes Render. Ewerts verdient gewonnen. Bergold, Mons haben uns nochmal ein schönes Duell geliefert. Anderson war auch noch mit da von der Partie. War mal kurzzeitig nach dem Boxenstopp auf dem Podium. Dann, ja, schien so ein bisschen, dass er den Mons vorbeigelassen hat. Ja, aber ein sehr, sehr schönes Rennen. Mittelfeld haben wir richtig schöne, enge Gruppen gesehen. Ja, sehr wenig Ausfälle, sehr wenig Strafen, also ein sehr schönes Rennen. In 2 Wochen geht es dann weiter, wie gesagt, auf Suzuka, das Finale, das 10. Rennen der 2. Season beim Hove Sim Racing Sprint Cup. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, sind wir wieder mit dabei. Und ja, ich würde sagen, ich schicke euch mal weiter, ich gucke mal, wohin ist die Frage. Mal kurz gucken, wo noch gefahren wird hier. Ne, da ist auch schon Feierabend. Mal kurz hier, Moment. Ich glaube, hier können wir, gehen wir mal zum Benny rüber hier. Zack, zack, zack. Gucken, heute geht's wieder mit den Raids, wunderbar. Ja, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir hatten ein schönes Rennen, 2 Wochen geht's weiter. Morgen oder am Wochenende vielmehr Racing Quest für schon Kota sind wir dabei. Gucken wir mal da, wie es mit den Strafen wird. Da sind wir dann ja auch wieder mittags wahrscheinlich, geht's glaube ich los, irgendwas um den Dreh rum, 12 Stunden Kota dann mit auch Lukas Bergold. Der wird da auch mitfahren. Gucken, wie er sich da anstellt. Wird da, glaube ich, auch den Ferrari. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Wir sehen uns dann, glaube ich, morgen dann zum Qualifying, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ansonsten Samstag zum Rennen. Sonntag ist dann wieder LFM-Endu. Mal gucken, wer da macht. Ja, also, dann würde ich sagen, schickt euch mal zu Benny rüber. Lasst schöne Grüße da. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage auf jeden Fall. Wenn ihr mögt, macht's, bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.